Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Episode 259, lieber Defner. Und heute sind wir nicht nur Bulle und Bär, nicht nur Defner und Chapitz, sondern auch wieder Wessi und Ossi hier. Genau. In der Tat, mein Lieblings-Ossi bei mir. Und ich hatte ja schon immer diesen Verdacht, der Chapitz ist entweder Faschist oder Kommunist oder wechselseitig beides. Wozu neigst du heute? Ich bin Freidenker, das weißt du ja. Aber du spielst wahrscheinlich auf die Zeitenthüllung an, dass Ossis nur entweder das eine oder das andere sein können. Aber dazwischen gibt es auch was und wir sind auch nicht alle eklig. Das sei auch noch erwähnt. Ja, wir spielen an auf Äußerungen unseres Vorstandsvorsitzenden Matthias Döpfner, die in der Zeit enthüllt worden sind, die aus einem privaten Kontext stammen, aber über die ganz Medienhausen eifrig diskutiert und nicht nur die Medienzunft, sondern darüber hinaus die Politik und alle. Und ja, ich würde sagen, mit Recht diskutiert man darüber. Findest du? Ja, finde ich auch. Also ich finde mit Recht. Natürlich ist es mit Recht, aber ich finde, was mittlerweile draus geworden ist, nervt mich fast schon, weil man jetzt unter Generalverdacht stellt. Also heute Morgen habe ich ein Interview gehört im Deutschlandfunk mit dem CDU-Generalsekretär Chaya. Da war wieder, ja, und die Springerpresse. Wenn selbst schon Medien wie der Deutschlandfunk, die bei mir immer sehr hoch im Ansehen sind, sowas Generalisierendes machen und Springerpresse sagen und damit irgendwie ein Totschlagargument haben und alle, die hier arbeiten bei Axel Springer und bei Welt sind wir, ist ja quasi unsere Mutter oben drüber. Das finde ich, Das nervt mich jetzt dabei. Klar müssen wir über diese Ursache sprechen. Muss man darüber sprechen, woher kommt das Ganze? Und vielleicht fangen wir an mit der Geschichte, um mal die zu erzählen. Das war der vergangene Donnerstag und da gab es auf einer Doppelseite in der Zeit, auch relativ prominent, Seite 2 und 3, war dann so, weiß ich, Enthüllung. Und da tat man so, als ob man jetzt irgendwie interne Dokumente gefunden hätte, die Zeit einsehen konnte. Und da ging es ja schon los. Ja, es sind interne Dokumente, aber es ist eigentlich, wenn man es sich genauer auch durchliest, sind es SMS an eine Person und die hat jemand eingesehen jetzt. Und dazu zu tun, jetzt habe ich hier interne Dokumente gefunden, habe da lange recherchiert und ich habe da ein halbes Jahr gewühlt und gemacht. Nee, es geht einfach darum, dass jemand mit seinem Handy Amok läuft und dass dann halt diese SMS bekannt geworden sind. So, dazu würde ich gleich auch mal sagen, naja gut, aber wenn der Bild-Zeitung zum Beispiel solche SMS in die Hand gefallen wären von, nehmen wir einfach mal an, einem Spitzenpolitiker oder sowas, ja, dann wäre es, glaube ich, auch keine Frage gewesen, ob man die veröffentlicht oder nicht. Dann hätte man sowas veröffentlicht. Das ist jetzt zum Beispiel in der Causa Wulff seinerzeit geschehen. Da wurden auch sämtliche private Details ans Licht gezerrt. Da wurde eine private Mailbox-Nachricht an den damaligen Bildchef veröffentlicht, ja. Seitdem spricht man von Wulffen, ja. Wulffen. Unbedachtes Sprechen auf Mailboxen. Auf Mailbox, das macht man auch nicht. Das sollte man nicht mehr machen, hat man damals gelernt und heute hat man dann gelernt, dass man nicht SMS, schreibt, zu dem man öffentlich vielleicht nicht stehen kann. Dazu vielleicht noch mehr später. Aber du erzähl mal eine Geschichte. Ja, genau. Also dann war das halt drin. Dann waren Bemerkungen eben drin, die wir eben auch gebracht haben. Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazwischen tun sie es nicht eklig, war eine. Oder die Ossis werden nie Demokraten. Oder aus den neuen Bundesländern ließe sich am besten eine Agrar- und Produktionszone mit Einheitslohn machen. Genau. Diese Nachrichten kamen raus, dann war auch noch eine Bemerkung zum Klimawandel darunter, dann war noch, also es war so ein Worst-Off, muss man sagen. Ja, zum Klimawandel war es zum Beispiel sozusagen, ich mag den Klimawandel, ja. Nein, oder, man muss, Klimawandel finde ich gut. Ja, also, aber du musst auch den Kontext da wissen, das war eine SMS, die ist 9 Jahre alt. Und jetzt überleg mal, jeder, der privat mal SMS schreibt, jeder weiß, ich würde auch nicht unbedingt druckreif schreiben. Und möglicherweise, ich mache ganz häufig so intellektuelles Kräftemessen. Mir schreibt jemand was und ich überspitze zurück und es geht hin und her und her und hin. Und wenn ich dann mein letztes völlig polemisch überspitztes Argument nehme und das dann alleine hinstelle, dann sehe ich manchmal, da würde man mich auch sagen, was hast du denn da geschrieben? So. Und ich weiß jetzt nicht, wie der Kontext war, ob davor vielleicht eine Riesendiskussion war, hin und her und her und hin. Und vor 9 Jahren, muss man auch sagen, war auch die Diskussion um den Klimawandel noch eine völlig andere. Also auch da den Zeitkontext muss man auch noch mitsehen. Also ich finde, es klar würde ich viele Formulierungen so nicht gebrauchen. Ich würde nicht von Gesocks schreiben. Und ich finde viele Formulierungen da auch verstörend. Aber es gibt
Menschen, die haben halt einen ganz eigenen SMS-Stil. Und ich kenne beispielsweise einen Fondsmanager, der schreibt mir nachts SMS und ganz komische Sachen. Und wenn ich die tagsüber dazu anspreche, wenn du das veröffentlicht, würden auch alle Leute völlig verstört sein. Und es scheint Menschen zu geben, die haben halt so ein Blitzableiter-Syndrom, wie Knirpfner dann in der Welt als in der Bild als Entschuldigung schrieb. Aber ich finde, das muss wirklich eine Lehre sein. Also ich achte da schon, versuche schon drauf Tust zu achten. Das? Ja. Also und du hast nicht mal, dass du einmal... Also ich würde natürlich nicht wollen, dass alle meine WhatsApps, die ich meiner Frau schreibe, veröffentlicht werden, aber ich glaube, ich hätte kein Problem damit. Also ich finde, grundsätzlich sollte man nichts schreiben, was nicht auch in der Zeitung stehen kann. Findest was so? Man nicht öffentlich erklären kann. Ich finde aber, wenn du einen privaten Kontext allem, hast... Natürlich finde ich das nicht gut, wenn es veröffentlicht wird, aber das eine ist ja wirklich, was dann privat ist an seinem Partner, was wirklich keinen was angeht. Und das andere ist, in dem Fall ist es ja über das Privat hinaus, auch wenn man sagt, da war der Verleger und der Chefredakteur waren gute Kumpels, aber er ist halt immer noch sein Vorgesetzter und von daher aber das ist in das einer einflussreichen Position aber, hat das dann eine öffentliche Relevanz. Aber es wird ja in der Öffentlichkeit fast so getan, als ob du als Vorstandsvorsitzender, wenn du ein politischer Mensch bist, nicht einfach mal in den politischen Dialog gehen kannst. Und sicherlich, wenn du die falschen Chefredakteure da hättest, würden die das vielleicht als Anweisung nehmen, wenn du irgendwie schreibst, du findest das gut oder das oder so. Aber ich bin ja trotzdem ein politischer Mensch und will ja mich hier trotzdem austauschen. Und dieser Austausch heißt ja nicht, dass du dann als Chefredakteur die Meinung, die jetzt der Vorstandsvorsitzende hat, gleich ins Blatt umzusetzen hast. Und auch das ist, ich bin ja seit fast einem Vierteljahrhundert bei Axel Springer. So. Und ich arbeite hier, weil ich eine journalistische Freiheit habe und mir noch nie jemand irgendwie reingefuscht hat. So. Und das ist meine, und ich bin jemand, der seinen Job als Wahrheitssuche versteht, also versucht immer, Sachen, weil die Welt ist nicht klar und ich irre mich oft mit meinen Einschätzungen, wie oft haben wir hier auch diskutiert und gerade an der Börse wird man ja auch relativ schnell widerlegt, wenn man falsch liegt und so weiter. Und wir machen das ja auch, wir kommunizieren darüber, wir streiten darüber, aber dieser Streit muss ja auch möglich sein. Und ich im privaten Kontext würde ich auch mit anderen Leuten streite ich teilweise noch viel heftiger und schreibe viel, viel krudere Geschichten. Und insofern, und das würde ich jetzt auch nicht so aus dem Zusammenhang genommen einfach veröffentlicht wissen. Also insofern, klar, es hat mich auch gekränkt, die Ossi-Geschichte. War dann auch so, dass Matthias Döpfner sich am Freitag der Kritik persönlich gestellt hat, war dann beim Frühstück und ich war einer der wenigen, die dann da ihn angesprochen hat. Und er hat sich auch bei mir persönlich entschuldigt. Ich habe ihm gesagt, ich finde es eine Zumutung, dass ein Volk diffamiert wird als kann nicht Demokratie. Und ich persönlich war am 9. Oktober 89 in Leipzig mit dabei bei der Demonstration. Das war ja so der Tag, der Weltgeschichte mitgeschrieben hat. Und ich wusste auch, dass da in den Nebenstraßen irgendwie bewaffnete Organe warten und man wusste nicht, was da jetzt passiert. Und dann sich anzuhören, die können nie Demokratie, fand ich schwierig. Deswegen habe ich das auch persönlich ihm gegenüber gesagt. Und wir haben dann wirklich 40 Minuten hart gestritten um Sachen. Und ich konnte viele Sachen verstehen, andere Sachen konnte ich nicht verstehen. Und er hat sich die Kritik auch gestellt. Und ich konnte alle Kritik anbringen, die mich wirklich nerven. Und das fand ich dann auch wiederum, da merkte ich, das ist eine andere Art von Chef, der jetzt nicht, es gibt ja Chefs, wenn du denen eine Kritik entgegenbringst, werden sie gleich beleidigt oder so viel. Nein, der ist jemand, der einfach den Diskurs liebt und auch der auch diesen Intellektuelle, der das auch mag, wenn er intellektuell angegriffen wird und der vielleicht und sich auch entsprechend dann wehrt. Und ich finde, das wird halt aus so einer normalen SMS-Kommunikation, geht es nicht hervor, was ist das für ein Typ? Natürlich wird Tante Erna sagen, ich würde nicht irgendwie so kommunizieren, klar. Und Es ist halt eine Typenfrage und deswegen finde ich, ich hätte nicht alles so geschrieben, ich bin auch nicht der Pressesprecher hier davon und ich will jetzt auch nicht derjenige, der ihn hier verteidigen will, aber ich kann zumindest verstehen, wenn man Sachen schreibt und die polemisch zuspitzt und dass es nicht unbedingt die eigene Meinung zu 100% wiedergibt. Also das finde ich, das muss man jemandem auch lassen. Die Gedanken sind auf jeden Fall frei und jeder hat ein Recht auf Meinungsfreiheit, das sowieso. Ja. Und das ist ja keine Frage. Ich war irritiert, ob der Deutlichkeit der Worte, ob des Stils, ob der Meinungen. Ja. Und
viele Kollegen waren das auch, weiß ich aus vielen Gesprächen. Und da ist natürlich zum einen das persönliche angegriffen sein, wenn man aus Ostdeutschland kommt. Aber ich glaube auch, da ist die Polemik auch ganz klar verstehbar. Und vieles von dem teile ich natürlich auch. Die Sorge, die habe ich ja auch hier im Podcast schon oft geäußert, wurde ja auch schon oft beschimpft als sozusagen Ossi-Bäscher, wenn ich die Sorge um die Stärke der AfD geäußert habe in Ostdeutschland. Die Frage ist halt einfach, ob man, ja. Aber die Mühe macht sich ja keiner. Es macht sich ja keiner mal die Mühe und guckt mal die einzelnen Argumente durch, die es gibt. Also es ist ja wirklich, ich finde ja, sind ja durchaus Sachen drin, mit denen ich komplett übereinstimme, wenn es darum geht, um Menschenrechte, keine Kompromisse, Rechtsstaat, Zero Tolerance. Was den Lebensstil anbetrifft. Aber dann von der was den Lebensstil anbetrifft, soll jeder mit dem glücklich werden, was er will. Er hat es etwas weniger vornehm formuliert. Das sind ja alles Sachen, die, und auch gegenüber intoleranten Religionen, würde ich sagen, ich finde, jeder soll seine Religion ausüben. Wir sind ja das beste Beispiel dafür. Und ich kenne andere, die sind Atheisten und die können auch. Ich finde, da soll doch jeder machen, wie er will. Nur ich will nicht irgendwie mir ein anderes Weltbild aufdrängen lassen. Und das finde ich eine intolerante Religion, würde ich auch ablehnen. Ich würde es jetzt nicht so formulieren, wie es Herr Döpfner gemacht hat. Ja, aber ich kann zumindest mit einzelnen Gedanken kann ich durchaus was anfangen. Und was ich auch spannend finde, wie hier innerhalb der Redaktion, wir haben ja jeden Morgen 10 Uhr die große Konferenz und wie viele Leute das wirklich, was hier für eine Diskussion geführt wird und wie angstfrei das auch funktioniert und wie jeder seine Meinung sagen kann und diese angstfreie Kommunikation und der Austausch, der auf Augenhöhe stattfindet, das zeigt mir auch, dass es nicht die Springerpresse gibt und nicht den von oben oktroyierten Kurs, den jetzt alle umzusetzen haben und dass hier ein Springerjournalist kein Springerjournalist ist, sind alles individuelle Journalisten, die ihren Beruf lieben und die sich nichts vorgeben lassen. Also deswegen, das ist das, was mich auch persönlich so anfasst, dass man jetzt irgendwie Zeitungsartikel bekommt und dann steht drin, Springer-Journalisten werden, was steht hier, er ist das egoistisch, gierig, geil, feige, beschränktes Privatmannes, der keinerlei Subtilität oder Reporter und Redakteur bei Springer, eine ganz ordinäre Erpresserbande, schreibt jemand in der Berliner Zeitung. Nee, das sind wir nicht. Oder wenn ich mir den Podcast anhöre, Boys Network, ich weiß nicht, ob du es dir angehört hast, Macht und Missbrauch bei Axel Springer heißt es da. Da denkt man ja, und da wird geraunt am Anfang und so getan, oh, man geht in das goldene Hochhaus, durch die Drehtür. Ja, ich bin millionenmal durch die Drehtür gegangen. Oh, dann steht man im Aufzug, man spürt sofort, wie hier irgendwas passiert. Ich bin auch schon mit Matthias Döpfner im Aufzug gefahren, habe ich mir auch überlegt, kann ich irgendwie 3 kluge Worte machen, so Elevator-Pitch-mäßig. Aber ich habe nicht irgendwie gespürt, dass da irgendwie die große Macht und das große Ding ist. Da ist was aufgepumpt. Und wenn jemand als junger Mensch zur Bild geht und Boulevard macht, dann muss er wissen, dass Boulevard auch darin besteht, dass man zu Unfällen geht, wo irgendwie Blut ist oder dass man zu Menschen geht und die überredet dazu, dass sie irgendwelche Statements rausgeben und vielleicht auch mal ein Bild vom verstorbenen Sohn rausholen. Das ist jetzt eine andere Thematik. Dieser Podcast ist ja nicht als Reaktion entstanden auf die Döpfner, also das fällt jetzt zeitgleich zu viel zusammen. Aber jeder meint jetzt hier erklären zu müssen, wie bei Axel Springer Journalismus gemacht wird. Und das ist einfach nicht so. Und dieser Podcast auch so, wo ich denke, so was denn, da kriegt eine Volontärin einen 8.000-Euro-Flug in der ersten Klasse, damit sie da hinfahren kann, wo sie recherchieren soll. Oh, ich habe Angst, wenn ich so viel Geld kriege, dass ich ordentlich berichten kann. Ja, das würde jeder, wenn er das macht. Aber was hat das denn mit Springer zu tun? Sie kriegt die Chance, irgendwo hinzufahren, um darüber zu berichten. Und weil sie halt sofort da sein muss, ist wahrscheinlich nur noch ein First-Class-Flug da, und dann hat sie den halt. Aber sorry, ehrlich, das zeigt ja nur, wie bold die Bild ist, dass sie jeden sofort da hinschickt und darüber berichten lässt. Aber jetzt zu sagen, oh, und dann fallen mir die Haare aus, weil ich irgendwie Angst habe, da zu arbeiten. Nee, also wer bei Bild halt arbeitet, das ist halt nochmal ein anderes Klima. Das ist Boulevard und bei Welt, es gibt nicht die Springer-Sache. Bild ist Bild und Welt ist Welt. Und das nervt mich halt tierisch. So, jetzt habe ich das laut genug gesagt und
Und, ja, aber wie gesagt, das ist dann eben eine Reaktion auf diese, SMSs, die es da gab und unter anderem eben ja, auf die, ja, wie soll man es nennen, den Wunsch, die FDP hochzuschreiben vor einer Bundestagswahl. Die ist doch nicht der Wunsch, hier hochzuschreiben. Wie interpretierst du diese Äußerung? Also ich würde doch jetzt Folgendes, also wenn ich jetzt da, wenn ich, also erstmal muss man Folgendes sagen, dass Matthias Döpfner mit Herrn Lindner das Abendessen geht, das fanden schon viele anstößig. Ich denke so, nee, das ist ganz normal. Und ich habe schon Sachen erlebt. Ich bin irgendwie beim SPD-Wirtschaftsrat, habe ich gesessen und da saß ein Gewerkschaftsboss da und dann haben die da am Tisch besprochen, hey Freunde, wann machen wir den Streik, damit ich mit meinem Flugzeug noch losfliegen kann? Ey, sorry, verlogener geht's wirklich nicht. Es gibt solche komischen Sachen. Und da ist jetzt so ein normales Abendessen mit Herrn Döpfner und Herrn Lindner finde ich überhaupt nicht problematisch. Das ist ein ganz normales Treffen, wo man sich austauscht und so weiter. Und wenn ich dann als Döpfner da sitze und denke mir so, oh Mann, der könnte noch ein bisschen bolder sein, der Lindner, kann ich meinem Chefredakteur schreiben, ja, ich finde, der könnte noch ein bisschen bolder sein. So. Und können wir da nicht irgendwie, FDP wenn du das cool findest, würde ich auch denken, ey, ich habe das mit, wie oft haben wir hier im Podcast drüber gesprochen, wir wollen kein Rot-Rot-Grün haben. Ja. Genau. Ich habe mich mit meiner Frau abgesprochen, was wählen wir da? Und dann da haben wir auch taktisch gewählt. Ja, weil du halt bestimmte Sachen nicht willst. Und das kannst du auch mal irgendwie, diesen Wunsch teile ich auch mit anderen Leuten und schreibe ihnen auch, ey, wir machen das so oder wir machen das so. Jetzt bin ich nicht der Vorstandsvorsitzende, wirst du sagen, stimmt. Aber trotzdem ist das ein normaler Gedankenaustausch. Und da wird natürlich jetzt draus gemacht, dass wir hier Anweisungen bekämen und sonst was. Ich habe in meinem Leben noch keine Anweisung bekommen und ich habe auch keinen Bock, eine Anweisung bekommen, weil ich Journalist bin und nicht irgendwie Erfolgsgehilfe oder Gefolgsmann. So. So, mir geht's genauso und ich meine, wir sind natürlich das beste Beispiel hier, dass wir frei unsere Meinung äußern können, weil zumindest einer von uns beiden ja dann immer auch so andere ist. Meinung ist. Und wenn es hier eine Einheitsmeinung gäbe, dann gäbe es diesen Podcast nicht. Ja, wäre es auch langweilig. Ja, wäre es auch langweilig. Das so muss man in der Tat sagen. Und mir geht's genauso wie dir. Ich habe auch noch nie irgendwie Anweisungen bekommen, irgendwie etwas so und so darzustellen. Und genau, würde mich auch dagegen verwahren. Aber wie gesagt, das Problematische an dieser Geschichte ist jetzt eben, dass dieser Eindruck entsteht. Und dass jetzt jeder Weltjournalist und Bildjournalist sich bis hin zur Chefredakteurin öffentlich quasi rechtfertigen muss und sagen, ich bin frei von Anweisungen und dieser Artikel ist nicht unter Einfluss des Verlegers entstanden oder was auch immer. Mhm. Es stimmt, auch früher gab es Verleger und es ist auch ein gutes Recht sozusagen. Es ist sogar von Verlegern, im Grundgesetz steht drin, dass du Richtlinienkompetenz hast. Richtlinienkompetenz hat man sogar, das muss man sagen, und wurde auch häufig dann geschrieben, wie das bei anderen großen Verlegern so war, bei Rudolf Augstein, der auch beim Spiegel dann auch gerne auch nochmal persönlich dann redigiert hat. Wie gesagt, auch das ist ein gutes Recht natürlich und das ist auch gang und gäbe, muss man auch ganz ehrlich sagen. Der Döpfner redigiert hier nichts. Nein, das nicht. Er schreibt halt seine eigenen Sachen und die werden manchmal veröffentlicht. Und ich kann dir viele Beispiele sagen. Ich weiß noch, als damals die Ukraine, die Russen die Ukraine angegriffen hat und er den Vorschlag hatte, hey, wir müssen den Luftraum offen, wir müssen den Luftraum frei halten. Das war schon so, dass man dachte, wow, das ist aber schon ein Vorschlag. Und dann war halt eine Woche später, hat er die Meinung vertreten und eine Woche später hat unser Kollege Jacques Schuster geschrieben, nee, das können wir nicht machen, damit wären wir in dem Krieg mit drin und wir hätten jetzt einen dritten Weltkrieg. Und so ist es. Oder weiß ich nicht, wenn jetzt ihm angeblich angegriffen wird, er hätte Corona verharmlost. Ey, der Gersemann jeden Tag mit seinem Corona-Podcast hat wirklich Zahlen runtergebetet. Und wenn hier irgendein Einfluss gewesen wäre, hätte er das nicht machen können. Klar gab es auch in der Redaktion andere Kollegen, die andere Sachen über Corona geschrieben haben. Es war aber ein breites Meinungsspektrum. Und das ist das, was es auch hier ausmacht. Dass wir ein breites Meinungsspektrum haben und es solche Meinungen gibt und solche. Und nicht mit jeder Meinung, die hier vertreten wird, kann ich was anfangen. Aber ich finde es halt wahnsinnig spannend. Und auch wenn man morgens die Konferenzen hört, dass wirklich alle Meinungen einen Platz haben und man frei diskutieren kann. Und das ist ja das Schöne. Und ich finde es jetzt auch zum Kotzen, dass wir uns hier jetzt erklären müssen, dass wir Journalisten sind und frei denken und frei schreiben und frei reden dürfen, weil jeder, der den Podcast gehört hat, der wird wissen, dass es genauso ist, wenn wir uns hier lustig machen, dass wir keine Gehaltserhöhung kriegen, dass es jetzt freies Essen gibt und weiß ich nicht, worüber uns wir hier schon echauffiert und lustig gemacht haben oder dass andere Menschen große Gehaltserhöhungen bekommen und wir keine, dann tun wir das einfach, weil wir das für bemerkenswert halten im Arbeitskontext und gerne von unserer Arbeitsgeschichte erzählen und sich bestimmt noch keiner uns hier irgendwie gesagt hat, geht nicht. So. Das stimmt. Ja, ich errege mich so ein bisschen, weil ich jetzt auch schon länger dabei bin. Du bist ja zugekauft sozusagen. Genau, ich bin dazugekauft. Du bist ja bei ein Springer-Gewächs, wie man so schön sagt. Nein, ich bin 99 hier zu Springer gekommen. Okay, aber du bist hier
Ich bin kein Gewächs, ich bin nicht in der Journalistenschule. Das heißt auch in diesem Podcast, die Journalistenschule, da werden die Leute auf Dinge. Ich habe auch nicht gedient und war auch einer, der nicht gedient hatte und trotzdem hier einen Job bekommen hat. So, ja. War auch und aus dem Osten. Ja? Und aus dem Osten noch dazu. Ja, so, das ist auch noch. Und also das zeigt ja schon, dass auch andere Menschen hier was machen können. Klar gibt es auch Leute, die es gab auch in der Konferenz einen, der gesagt hat, ich schäme mich dafür, dass wir nicht alle hinter Matthias Döpfner sprechen. Natürlich gibt es auch solche Leute hier. Ja klar, aber es gibt genauso einen, der gesagt hat, hey, ich bin erschüttert, was Matthias Döpfner schreibt. Und diese beiden Pole gibt es. Und dann gibt es natürlich wieder Mediendienste, die sagen, nur ein Einziger ist hinter Matthias Döpfner. Das ist nicht so einfach, ist die Sache nicht, liebe Freunde, wenn ihr da draußen hört. Es gibt gar ganz verschiedene Diskussionen und es ist wirklich, es ist nicht schwarz und weiß, es ist etwas vielschichtiger. Ich kann nur sagen, und das hört ihr auch an meiner etwas aufgekratzten Atmosphäre, es ist so ein bisschen, ich glaube, es ist so ein bisschen, Menschen sind aufgebracht hier, weil es halt wirklich, weil wenn man Journalist ist, da ist das Größte, ist halt der Arbeitsethos. Und das ist halt wirklich das Wichtigste. Das ist die Glaubwürdigkeit, das ist die Unabhängigkeit. Genau. Das ist das Gut, was wir hier zu verkaufen Unabhängigkeit haben. Unabhängigkeit und Vertrauen. Und wenn da jemand kommt und sagt, nee, ist nicht so. Und deswegen würde ich auch allen sagen, die jetzt hier anfangen und meinen, ihr könnt hier alle auf Springer einschlagen, ihr tut dem gesamten Journalismus einen Bärendienst. Weil nämlich, selbst in der Zeit, wenn der Oberstudienrat aus Fulda liest, auf Seite 2, 3, so komisch, der wird auch denken so, ey, was, liebe Zeit, da habt ihr aber ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Was ist ein Journalismus? Oh, das schlägt auch auf die zurück, die jetzt alle glauben, hier mal zu sagen, ich wusste schon immer, wie Axel Springer ist. Weil am Ende verliert der gesamte Journalismus. Und wir sind nicht ohne, wir haben Privilegien, wir werden als vierte Gewalt im Staate wahrgenommen und dann wenden sich Menschen ab und sagen, nee, mit dieser Art von Journalismus, wenn diese Kabale und Liebe da stattfinden, dann habe ich keinen Bock mehr, diesen Dingern zu glauben. Aber es kann auch nicht sein. Aber die Presse und der Journalismus haben schon eine Kontrollfunktion auch gegen sich selbst. Ja. Also es kann ja nicht sein, dass man sich so selber dann gegenseitig schützt und nicht übereinander berichtet. Aber und sagt, doch nach journalistischen Kriterien. Und wenn ich meine Geschichte auf hauptsächlich aus SMS von jemandem ziehe, dann habe ich das auch reinzuschreiben. Da kann ich nicht sagen, oh, ich habe lange recherchiert aus internen Unterlagen vom Springer Verlag und raune dabei. Nee, geht nicht. Also das finde ich auch, klar ist es von öffentlichem Interesse, da würde ich auch sagen, wenn jemand das einem anbietet, ich weiß nicht, ob die Bild-Zeitung das abgelehnt hätte, wahrscheinlich auch nicht, aber man muss trotzdem die Quellenlage etwas präziser formulieren und jetzt nicht darf nicht jeder kommen und sagen, ich habe schon immer gewusst und da ist immer so und wenn im Deutschlandfunk dann jemand sagt, ja, in der Springer Presse heißt es, das ist genauso pauschalisieren wie alle Ossis machen das oder alle Wessis sind das. Und das wird der Sache nicht gerecht. Und das meine ich, dass man so den Journalismus in Bärendienst erweist. Nicht, dass man solche Sachen aufgreift. Bitte. Aber nicht dann so generalisierend sagen, da müssen ja alle von betroffen sein, die da arbeiten. Liegt natürlich auch daran, dass eben diese Aussagen so irritierend, polemisierend sind, dass sie eben, da brauchst du gar nicht viel drum herum trauen. Wenn du diese Zitate liest, finde ich, ist man einfach, muss ich sagen, irritiert, eben auch ob der Wortwahl und so weiter. Und klar, es waren keine öffentlichen Äußerungen, sind aus einem privaten Kontext und doch geben sie ein gewisses Menschenbild wieder. Und ich finde, und wie gesagt, ich kann dir gerne mal ein paar, nein, das gebe ich dir nicht weiter, die SMS, die ich von dem Kollegen immer bekomme nachts, da denkt man auch so, ey, warum das? Aber ich finde, das müsste man wirklich als Digitalkompetenze lernen und beherzigen, dass man immer damit rechnen muss, dass in der digitalen Welt irgendwann irgendwas mal hochpoppt irgendwo, ja, und ob es jetzt der Empfänger dann aus irgendwelchen Motiven dann veröffentlicht, ja, die man einst vertraut hat und der plötzlich zum Gegner wird, ob es, keine Ahnung, eine Ex-Liebschaft oder was auch immer dann veröffentlicht oder ob es irgendein Hacker hackt, ja, ich meine, mit sowas muss man doch immer rechnen, ich meine, es gibt so viele Leaks schon Clinton-E-Mails, die hochkamen und so weiter und so fort, man muss doch finde ich immer, was man schreibt, irgendwie so formulieren, dass es notfalls öffentlich gemacht werden könnte und dass man es wenigstens öffentlich rechtfertigen könnte. Ja, vielleicht nicht immer, muss man jetzt nicht auf die Orthographie achten, damit es auch so in der Zeitung als Zitat abgedruckt werden kann. Aber dass man es erklären kann dahinter stehen kann, fände ich, dass das wäre bei öffentlich, und wenn ich das nicht kann, dann gehe ich mit jemandem ein Bier trinken und
und Leder da ab und hoffe, dass der nicht mitschneidet und das irgendwann mal gegen mich verwendet. Das darf er auch nicht. Ja. Das wäre dann auch strafrechtlich problematisch, weil er es einfach mitschneidet. Ja. Oder das am ist Telefon oder sowas. Ich finde, aber das geschriebene das Wort nicht. Hat dann nochmal eine andere Stärke und ich weiß nicht, ob es klug ist, ein Handy als Blitzableiter dazu. Das stimmt. Das ist verwenden. Ja, und ich glaube, das sollte für alle, alle in wichtigen Positionen oder in die jemals irgendwann mal in wichtige Positionen kommen. Ja, das aber kann man ja will das doch sein. Eigentlich. Man will doch eigentlich Menschen vertrauen können und will selbst mit Menschen, von denen man sich irgendwann enttäuscht, abwendet oder die man enttäuschen aber muss. Du musst doch immer damit, aber du wirst doch erpressbar durch solches Material, dass du irgendjemanden gibst, ja? Deine Frau, die vielleicht, keine Ahnung, also theoretischer Fall, nein, nicht deine, sondern eine Frau, die du einst vergöttert geliebt hast, ja? Du kommst in einen Rosenkrieg und plötzlich hat die irgendwelches Material von dir, dass sie dich, mit dem sie dich erpressen kann, ja? Und in dem Fall ist es ja fast eben auch schon sowas wie ein Erpressungstatbestand, ja? Also wenn jemand solches Material hat, ja, und dann erst eine sicherlich nicht kleine Abfindung bekommt, ja, die möglicherweise auch ein Schweigegeld ist und so weiter. Also es sind wirklich, ich will mich jetzt hier überhaupt nicht in irgendwelche Mutmaßungen gegeben und wie gesagt, das ist ein Bereich, in dem wir natürlich und das jetzt nochmal als Disclaimer gesagt, wir haben hier einen Interessenkonflikt, ist ja ganz klar. Wir sind in diesem Verlag tätig und genau. Aber trotzdem muss man ja für Außenstehende, die jetzt das Gefühl haben, hier wäre was komplett verrutscht, denen muss man ja sagen, wie wir arbeiten. So. Genau. Und dass ich in meinem Leben dass ich keine Direktive vom Chefredakteur bekomme oder auch nicht von Matthias Döpfner kriege oder sonst wie, sondern mich eher, wenn ich auf Festen mich mal getroffen habe und ihn mal gesehen habe, einfach angesprochen habe, hat er sich immer in der Kontroverse, du konntest immer ihn mit Sachen konfrontieren, die auch nicht angenehm sind. Und gab's nie einen Nachteil von mir. Also es gab nie einen Nachteil für mich, dass ich irgendwie, weil viele würden ja sagen, der Chippitz, der hat jetzt eine böse Frage gestellt, die will ich nicht mehr sehen. Gibt's nicht. Das ist eine andere Kategorie und vielleicht muss man das auch so sehen. Und er ist ein Visionär auf der anderen Seite, ist ein ganz außergewöhnlicher Mensch, der hat den Laden hier auf digital umgedreht, weiß jetzt auch, dass wir mit der künstlichen Intelligenz, jetzt ist die Frage, habe ich lieber einen Chef, der zwar ordentlich SMS schreiben kann, aber von KI noch nie was gehört hat und sich dann noch nicht angemeldet hat, oder habe ich lieber einen, der vielleicht bei SMS mal übers Ziel hinausschießt? Ja, vielleicht würde ich mir einen wünschen, der vielleicht mehr Menschenkenntnis hat, so. Gut, jetzt haben wir es wirklich alles gesagt. Wir haben diese Welt, diese unsere eigene Welt. Genau, das war jetzt Housekeeping. Eine kleine Nabelschau in eigener Sache, aber wir denken, das waren wir euch schuldig auch. Viele haben geschrieben und außerdem ist es ja, wir sind ja hier auch, also für mich ist es ja auch eine Therapiestunde hier mit dir zu sitzen und mit dir zu streiten und mich nimmt das sehr mit und wir diskutieren alle in der Redaktion darüber und zwischen Kolleginnen und Kollegen, mit außen, mit Freunden, mit Außenstehenden und dann sagen, was ist denn da los? Und dann erzählt man das, dann denken die, ja, klingt von außen spektakulärer, als die Arbeit dann von innen ist. Klar sind wir alle aufgewühlt und deswegen haben wir auch hier drüber diskutiert und vielleicht ein bisschen mehr nicht so pauschale Äußerungen, Springerpresse, sondern einfach auch, ihr könnt gerne jede Meinung, die wir hier mal vertreten haben im Podcast, die ich geschrieben habe, aber wenn man bei Twitter irgendwas schreibt und dann schreibt einfach nur jemand drunter Döpfner mit Hashtag, ja sorry, was soll ich denn damit anfangen? Nichts, da kann ich nichts mit anfangen. Und das ist mittlerweile schon so die Methode, dass man irgendwie sagt, du bist ja da, wo der ist. Das ist nicht die Auseinandersetzung und wir lieben hier die Kontroverse, den Widerspruch und das muss man auch ertragen können. Und hoffe ich, dass er auch diese Diskussion ertragt. Ja. Und andere Chefs hauen sowas bei Twitter raus und nicht per SMS an, als private SMS, ne? Ja. Ach, aber nicht so, aber nicht in der Polemik. Also Elon Musk oder sowas würde schon in eine ähnliche, teilweise, und was hat man, schon in ähnlichen Polemiken. Dann, was man vielleicht auch noch sagen muss, die Welt ist die einzige Zeitung, die klimaneutral produziert wird, Welt und Welt am Sonntag. So, und jetzt zu sagen, wir haben einen CEO, der irgendwie auf Klimawandel pfeift, nee, also wenn das wirklich so wäre, dann hätten wir das nicht. Und dann können ja alle anderen Verlage mal kommen und können sagen, ja, so weit sind wir da oder machen das. Und der ganze Konzern wird auf ESG-Ziele eingeschworen. Also insofern,
Aber das ist ja das Problem, dass man dann so viel, was man über Jahre aufgebaut hat, in einem Verlag mit viel Geld bezahlt hat, Better Future Konferenzen gemacht hat und so weiter und Glaubwürdigkeit aufgebaut hat, Vertrauen aufgebaut hat. Ja, jeder einzelne der Journalisten, die hier persönliche Glaubwürdigkeit aufgebaut haben durch lange, lange Arbeit und gute Recherche, jetzt einfach in Frage gezogen wird durch quasi ja unbedachtes digitales Verhalten. Das ist einfach, muss man sagen. Und auch für die Talentsuche ist es nicht förderlich. Also wenn du jetzt Leute suchst, die jetzt hier arbeiten sollen, dann ist es nicht förderlich, wenn diese Berichterstattung ist. Und wir brauchen junge Talente, die zu uns kommen und ob die weiblich oder männlich sind. Freunde, ihr könnt euch weiter bewerben. Und hier gibt es keine, also bei Welt kann ich euch sagen, gibt es keine toxische Kultur. Und ich würde vermuten, bei Bild mit Marion Horn an der Spitze wird es das jetzt in der Form auch nicht mehr geben. Insofern, also ehrlich, wenn man diesen Podcast hört, denkt man, hier wäre wirklich alles schlimm und alles Ding. Es ist nicht so schlimm und man kann einfach durch diese goldene Tür gehen, einfach im Aufzug hochfahren und dann wird selbst der Paternoster wird dann irgendwie, dieser Paternoster, der wird dann irgendwie verklärt als weiß ich nicht was. Es gibt auch bei der Bundesanstalt für Rentenversicherung gibt es auch einen Paternoster und da steigt man auch ein und steigt auch raus. Und wenn man oben lang fährt, sieht man dieses große Zahnrad und denkt sich immer, wenn ich da jetzt die Finger reinstecke, dann ist der Finger ab. Ist das jetzt ein Springer-Phänomen, dass es ein Paternoster gibt? Ist einer der größten Paternoster bundesweit, den wir noch haben? Paternoster gilt ja immer als Bild für die Bild. So nach dem Motto, wer mit der Bild hochfährt, fährt auch wieder mit ihr runter. Ja. Und das zeigt eben schon auch wiederum die Macht der Bild. Ja. Und dass so eine Macht natürlich dann auch möglicherweise dazu verleitet, ja. Gut. Ich muss noch einen Text noch verlesen, den Gabor Steingart geschrieben hat. Den finde ich so schön, dass er nicht, also wer ihn noch nicht gehört hat, alle anderen, die ihn schon kennen, können jetzt weghören. Aber ich finde einfach, er hat das geschrieben und jeder kann sich selbst seinen Raum raufmachen. Er hat geschrieben, Döpfners Texte, auch seine SMS-Prosa, lesen sich würziger und kantiger als viele Leitartikel, die in Deutschland verfasst werden. Sein Problem, das wissen die Verfasser lappriger Texte sehr genau. Sie hassen sich und ihn genau für diesen Unterschied. Und dann kommt dieser zentrale Satz, von dem ihr alle wahrscheinlich schon gehört habt. Seine Nudel ist al dente, ihre hängt schlapp und schläfrig über der Gabel. Ja, dann wisst ihr jetzt auch noch, ich weiß nicht, woher Herr Steingart das weiß, aber es ist wunderbar. Wenn man solche Verteidiger hat, dann das ist auch schön formuliert. So. Ja, auch Herr Steingart hat den Interessenskonflikt klar offengelegt. Das hat er aber auch vorhin Springer, geschrieben. Ja, Investor ist bei seinem Pioneer. Genau. Unternehmen, ja. Gut. Und hier die Elektroschiffe auf die Spree schickt, ja. Also ich meine, das Podcast-Studio von Gabor Steingart ist deutlich. Warst du das schon mal? Naja, aber ich meine, nach allem, was man sieht und hört und liest, ist auf jeden Fall ein Elektroschiff und nicht so selbst gebastelte Schaumstoffaufsteller hier. Ja? Okay, gut. Ja, ist bei uns nicht immer so viel übrig gewesen. Ich war noch nicht da, muss ich gestehen. Ich hab schon viele Bilder vom Schiff gesehen, aber ich habe noch nicht dieses Podcast-Studio mal besucht. Aber ich habe das Schiff schon öfters mal vorbeifahren sehen auf der Spree. Das gibt es da wirklich. Und dann sitzt dann so, sieht man so. Was? Kann man von außen reingucken und siehst dann einen Gabor Steingart. Ja. Echt? Wie auf die Spree hinausblickt. Und ja, man braucht ja auch Weitblick und so frische Luft um die Nase ist auch nicht schlecht. Aber wir haben hier eine schöne Dachterrasse, ist auch nicht schlecht. Auch, ja, wir wollen ja auch nicht von der, nein, vom Architektonischen können wir uns echt nicht. Können wir uns nicht beklagen. Also wenn ihr hier anfangt, habt ihr eins der coolsten Gebäude Berlins, in dem ihr arbeitet. Das muss man sagen. Und eine Dachterrasse, die wirklich an Silicon Valley erinnert, das ist wirklich schon sehr, sehr hip. Und es gibt, wie gesagt, das Frühstück von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr. Und als ich dann am Freitag da war, gab es sogar für den Essi-Bandon. Das gab es nämlich sonst nicht, hat man mir erzählt. Da gab es nur Äpfel, aber an diesem... Ach so, extra. Ich weiß nicht, Entschädigung ob die, für die ob die, ob ostdeutschen die Ossi, Mitarbeiter, genau, meinst du? Die Ossi-Mitarbeiter. Die Zeiten sind ja vorbei, des Bananenmangels. Zun, ne? Gabi also. Mit ihrer ersten Banane, Gurken. Also ob das jetzt sein sollte, aber auf jeden Fall gab es an diesem berühmten Freitag gab es dann Bananen. Ich weiß nicht, wie es jetzt am Montag und Dienstag war. Aber ja, gut, das gibt's auch. Und Mittagessen. So, Housekeeping haben wir. So, jetzt haben wir hier ordentlich durchgefeudelt, durchgepustet und können uns wieder den Wirtschaftsthemen widmen. Werbung. Es gibt einen neuen Podcast vom Deutschlandfunk und den möchte ich euch sehr ans Herz legen. Schmetterlingseffekt heißt er.
Und da hört ihr von Menschen, deren Leben in direktem Zusammenhang stehen mit den großen Krisen unserer Zeit. Ihre Geschichten, die zeigen uns, unser Leben, also auch dein Leben, das hängt mit allen anderen zusammen. Und auch kleine Dinge, die du veränderst, können Großes auslösen. Das ist der berühmte Schmetterlingseffekt, wie Weltkrisen unser Leben verändern. Ihr findet den Podcast in der kostenlosen DLF-Audiothek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Es gab noch ein paar AKW, es gab einen AKW-Nachklapp, hat uns ihr Imke geschrieben und die hat dann nochmal, da ging es um Fukushima und da gab es ja verschiedene AKWs von verschiedenen Betreibern und es gab ein AKW, das keinen Schaden genommen hat und wohl ein anderes hatte wohl Schaden genommen und das lag daran, dass es halt nicht so gut gewartet war und Imke meinte dann, dass Fukushima gar nicht so, also wenn man das richtig projiziert hat, also richtig gebaut hat das Ding und richtig gewartet hat, dann ist AKW eine bewältigbare Technologie und so weiter. Das sollte ich dir nochmal um die Ohren hauen, hat sie geschrieben. So. Ja gut, wie gesagt, es kam ja in Fukushima immer nicht zum Äußersten, aber es war ja, aber das AKW da gar nichts. Das eine es gab ja zwei, es gab halt eins von dem einen Betreiber und noch von dem anderen Betreiber und der das Ganze solider wohl gebaut hatte, da war wohl gar nichts am und das hast du wahrscheinlich auch gesehen in Finnland, wo die jetzt just an dem Tag, als wir abgeschaltet haben, haben die dann ihr AKW in Betrieb genommen. Und dann haben wir schon ein Restmülllager. Ja, also da. Der Herr Söder hat ja dann auch geschrieben, er will jetzt das in bayerischer Eigenverantwortung das AKW weiter betreiben. Er hat dummerweise jetzt nicht erstmal gesagt, er will jetzt endlich ein Endlager bekommen in Bayern. Ja, das hat er jetzt. Das nicht? Aber ich meine, wir brauchen jetzt nicht die AKW-Diskussion nochmal. Ich finde auch, das ist bei Söder jetzt nochmal dieses Thema. Ich meine, das ist abgeschlossen, ist Geschichte. Ja. Aber er muss es jetzt halt wann ist Wahl in Bayern? Im Oktober, Anfang Oktober noch am Köcheln halten und da noch ein paar Punkte sammeln. Und wenn du geguckt hast, was jetzt die Atomkraft ersetzt hat, was war es? Kohle war es. Da sieht man auch jetzt gleich wieder. Ja, aber die zwei Tage, die es schon aus war, Sonntag und Montag, hast du halt Kohle. Und ich meine, da muss man so doof, kann man da nicht sein, dass man sagt, da müssen wir halt. Warum lässt es nicht so lange laufen? Weil wir jetzt natürlich übers Wochenende nicht die nötigen Windkrafträder. Ja, aber warum lässt es nicht so lange lassen, bis du die Brückentechnologie wirklich hast, die etwas CO2-freudiger ist? Ja, gut. Ich habe diese ganze Argumentation das letzte Mal gebracht. Wir können es nochmal anhören. Nein, Mal. Also wir müssen nicht alles jetzt nochmal wiederholen. Das stimmt. Aber wie gesagt, nachkarteln bringt da auch nichts. Und ich finde, wie gesagt, vom Söder ist einfach, es ist durchschaubar. Und wie gesagt, er war damals einer derjenigen, die am lautesten geschrien haben nach Fukushima, ja, als Umweltminister noch. Er hat es auch noch vor zwei Jahren noch in O-Tönen bekräftigt, wie er seinen Wandel erlebt hat und den bestätigt hat in Interviews. Und wie gesagt, er hängt, ist einfach das Fähnchen in den Wind par excellence. Und, aber und da war der Döpfner, ja, da war die Döpfner SMS sogar ganz gut zum Söder. Da hat er auch eine Bemerkung geschrieben, dass er Populist ist. Und das war auch jetzt auch polemisch geschrieben. Aber da muss ich sagen, er hat sich beklagt über die Elite und dass quasi so früher solche Leute nicht. Ja, aber Sparkassendirektoren hat er sehr verglichen. Aber trotzdem, was man nicht machen darf, und ich finde, mit Elon Musk als Demokratieverachter hinzustellen, das ist Döpfner nun wahrlich nicht. Vielleicht hat er nicht immer die beste Meinung von der herrschenden Elite, aber dass er jetzt ein Demokratieverachter ist wie Elon Musk oder Peter Thiel, wie ja viele ihm es versuchen auch anzudichten, ist ein sehr politischer Mensch, der sehr, sehr politisch denkt und der auch kluge Gedanken hat. Also das würde ich jetzt nicht sagen, dass er ein Demokratieverachter ist. Vielleicht ist er nicht unbedingt immer der Aber Größte. Wenn sich einer, der einer Elite angehört, dann doch wieder über die Eliten beschwert und ja, da wurde ja der Vergleich gemacht, dass sozusagen manche sich dann einer Superelite angehörig fühlen. Es ist schon. Ja, aber wie gesagt, ich kann mich doch über die politische Elite auch mal. Also ich habe ja, weiß ich nicht, als die Grünen bei der Berlin-Wahl die Bezirksbürgermeisterin da war und ich einfach mal drei Fragen gestellt habe und sie mir dann nicht mal beantworten konnte, wo der nächste Fahrradweg gebaut wird. Ich weiß nicht, ob die Bezirksbürgermeisterin zur politischen Elite gehört. Ja, ja, aber die muss doch ein bisschen, also die hatte keine, sie hatte nur Phrasen im Gepäck und keine einzige konkrete Sache. Ich sage so, okay, ich habe folgendes Problem, ich habe eine Gastherme, ich will die ausbauen, was machst du? Keine Idee. Oh, ich habe ein Fahrrad, ich finde das, keine Idee. Sie hatte zu nichts eine Idee. Und sie war nett, sie konnte gut reden, keine Frage. Aber das war jetzt nicht, da dachte ich auch so, warum kann diese Frau Bezirksbürgermeister werden mit
vielleicht Phrasen im Gepäck, aber nicht mit Ideen. Das wird wahrscheinlich jetzt, jetzt wirst du wieder sagen, ich meinen Grünen hast, überhaupt nicht. Es gibt auch andere. Aber es ist ein Bezirksbürgermeister. Jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Ja, das ist halt eine, Berlin, von Mitte. Von Berlin, naja, aber das ist halt wie anderswo ein Kleinstadtbürgermeister, ja. Also das ist jetzt, keine politische Elite. Also da muss man jetzt nochmal ein bisschen. Das ist Elite, natürlich. Ach, das ist bei dir schon Elite. Also dann, natürlich muss ein Bezirksbürgermeister oder Bezirksbürgermeisterin muss doch Elite sein. Wenn der Bürgermeister keine Elite mehr ist und der Pfarrer und der Lehrer, ja. Ja, also ja, das Lehrer ist natürlich hätte ich auch so gerne Elite. Im kleinen, ehrlich, ja. Ich hätte gerne Lehrer und Lehrerin als Elite. Klar, da will ich auch die Besten haben. Na logisch, beim Pfarrer ist mir das egal. So, ich dachte, wir haben das Thema abgeschlossen. Kommt immer wieder hoch. So, ich würde sagen, wir fangen mal an. Wir haben ja noch viel zu besprechen. Ja? Wir haben viel zu besprechen, genau. Ja. Bulle und Bären, wir haben zwar noch ein paar Mails, aber die können wir das nächste Mal nachklappen. Ja, wie gesagt, die AKW-Diskussion braucht man nicht nochmal. Nee, nicht die EKW, da wollte noch jemand irgendwie wie ETF-Sparpläne, wollte jemand was wissen über Stop-Order, Market-Order, Limit-Order. Machen wir alles. Machen wir das nächste Mal. Ja, läuft uns nicht davon. So, fange ich mal an mit meinem Bullen der Woche. Sehr gut. Und zwar ganz aktueller Anlass, gestern auf der Hannover-Messe, die gibt es ja wieder, verkündet. Das ist die weltgrößte. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht mehr gelesen irgendwo. Die weltgrößte Industrieschau. Doch, ja, es war jetzt nicht mehr so richtig davon die Rede in den Agenturen gestern. Hier ist es bloß immer noch. Echt? Hat bei uns der Kollege. Hat der Kollege bei uns gesagt. Je nachdem, was man so zählt. Irgendwo gibt es immer eine Kenngröße, nach der man weltgrößter ist. Ja. Und wenn die Quadratmeter nicht mehr sind, dann. Seine Industrie. Oder es halt für Industrie oder für Industrie mit zwei Beinen oder was auch immer. Genau. Ja. Ist auf jeden Fall eine sehr bedeutende Messe. Und da haben gestern Siemens und das Startup Freyr aus Norwegen eine Kooperation verkündet zum Bau von 2 Gigafactories für Batterien. Und ich habe die Freyr-Aktie, ich weiß gar nicht, die schreibt man F-R-E-Y-R, also Freyr, das mal aus, ja. Also weiß noch nicht, wie man nicht auf Norwegisch richtig ausspricht. So, und sie haben diese Partnerschaft gestern besiegelt auf der Hannover Messe. Und Siemens wird also zum bevorzugten Lieferanten für Automatisierung und Digitalisierung der Batteriefabriken. Und mit diesen Batteriefabriken sollen eben Speicher für Elektromobilität und aber auch größere Energiespeicher gebaut werden. Freyr hat das Projekt, so heißt es in den Berichten, von vornherein als echte digitale Fabrik aufgesetzt, in der Hardware und Software aufeinander abgestimmt sind. Und da ist eben jetzt Siemens der bevorzugte Partner. Die haben da Anwendung namens X-Accelerator, eine Plattform, die Hardware und Software in der Industrieautomatisierung verbindet bei Siemens. Und bei Freyr kommt das Ganze jetzt also ganz umfassend zum Einsatz. Es sind noch andere große Partner dabei, ja, nämlich AWS ist ja die Cloud-Sparte von Amazon und Nvidia. Und Nvidia liefert sozusagen ein industrielles Metaverse und mit dessen Hilfe wird, also das sind jetzt alle Zauberworte mit drin. Ja, ne? Alter, also, ich gucke mir nur die Aktie an von Freya. Ja, die komme ich dann noch. Da muss da ein bisschen Zauber her. Ja, aber die bringst du jetzt den Zauber. Wie gesagt, alles mit der Ruhe. So. Siemens und Nvidia, die haben dann auf der Messe ein Showcase entwickelt. Da wird eben das sogenannte transformative Potenzial des industriellen Metaversums aufgezeigt, wie es heißt. Also die haben da im Prinzip simuliertes Modell, einen cloudbasierten digitalen Zwilling der Freyr-Fabrik aufgebaut. Und die arbeiten mit Hilfe dieser digitalen Zwillinge dann eben am Aufbau dieser Produktion und soweit ich das verstehe und mit dieser Nvidia Omniverse Plattform werden dann eben diese Fabriken getestet, weiterentwickelt und das kann man dann auf der Hannover Messe offenbar auch so quasi als Pilotprojekt oder als Showcase da bewundern.
es zeigt einfach, dass Frehr offenbar sehr, sehr technologisch affin und auf modernste Techniken setzt beim Aufbau ihrer Batteriefabriken. Und damit sind sie angetreten, dass sie eben besonders effiziente Produktionsprozesse und auch besonders nachhaltige bauen wollen. Sie sind eben dabei, momentan 2 Gigafactories zu bauen. Die eine ist bereits begonnen. Das ist die Giga Arctic in Norwegen. Die ist bereits im Bau. Eine zweite in den USA soll folgen. Und die erste soll möglichst schon Ende 2023 in die Produktion gehen. Bis 2025 sollen pro Jahr 50 Gigawatt produziert werden an Batteriespeicher. Bis 2030 sogar 200 Gigawatt. Also deutliche Steigerung. Die wollen richtig Gas geben. Und Frehr ist eben als Aktie seit 2 Jahren an der New Yorker Börse bereits notiert. Und die haben auch schon Kunden gewonnen. Der japanische Motorenhersteller Nidec hat schon eine Bestellung im Gegenwert von rund 3 Milliarden Dollar aufgegeben für Speicherkapazitäten. Und jetzt geht es eben darum, schnell eben diese Batterie, diese Gigafactories, diese ersten beiden, aber auch weitere in anderen Teilen der Welt hochzuziehen. Und wie gesagt, es gibt das Ganze als Aktie. Die hat aktuell eine Bewertung von ungefähr 1,1 Milliarden. Ich muss es nochmal aufrufen. Aber du kannst dir, du hast kann ja bestimmt sagen, schon 1,1 aufgerufen. Milliarden. Ja, 1,1 Milliarden, Milliarden Dollar. Ja. Ja. Und gibt da auch... Gewinne gibt es nicht. Gewinne gibt es natürlich nicht und es gibt auch noch keine Umsätze. Weil, wie gesagt, frühestens dann Ende 2023 die erste Produktion aufgenommen wird. Analysten sehen aktuell ist die Aktie bei 7,86 Dollar vor Beginn des US-Handels an diesem Dienstag. Und Analysten sehen hier ein Kurspotenzial von 102%, also bis 15,86 Dollar. Ich habe die Aktie schon seit einiger Zeit im Depot da mal liegen. Die ist jetzt eben nicht besonders gelaufen zuletzt. Eher wieder auch zurückgekommen, war auch schon mal bei eben um die 15 Dollar. Sogar schon bei 16,94 in den letzten 12 Monaten. Ist wieder zurückgekommen. Das ist natürlich, wie gesagt, mit hohen Investitionsverbunden. Da will übrigens Siemens auch sogar aushelfen und will auch sich bemühen, um bei der Finanzierung mitzuhelfen, mit seiner Finanzierungssparte. Und ja, das brauchen die könnte auch. Viel Geld haben sie nicht mehr. Kostet Geld, ja. Das ist ja keine Frage, weil es ist ein Investitionsprozess. Und zeigt aber auch, ich finde eben, eine Idee ist dann eben Frehr, aber eine Idee ist auch Siemens, die einfach da auch in vielen solchen Zukunftsfeldern einfach tätig sind und da sehr innovativ unterwegs sind. Und sie haben eben auf der Messe gesagt, sie wollen der wichtigste Partner für Batteriehersteller weltweit werden. Und dass die Branche insgesamt boomt. Ich glaube, das hat jetzt eben auch die Energiewende gezeigt. Ich habe letzte Woche gesagt, dass auch Tesla da sehr stark aufbaut im Bereich der großen Energiespeicher und dass er das Wachstumsfeld sieht. Und Frehr ist einer, der dieses Feld eben auch bedient. Zum einen eben die Speicher für Elektromobilität, die weltweit wachsen. Aber der Boom bei den Großspeichern, bei den Hausspeichern, der wird ja eben angesichts des Zubaus von erneuerbaren Energien, die dann irgendwo gespeichert werden müssen, noch viel stärker sein in den kommenden Jahren. Damit rechnet man. Und deswegen ist Frehr da sicherlich gut aufgestellt, wenn sie es schaffen, das Ganze zum Laufen zu bringen. Das sind immer mit großen Risiken verbunden, solange man noch nicht wirklich operativ bewiesen hat, dass das, was man vorhat, dann tatsächlich funktioniert. Dein Bulle der Woche. Frehr und Siemens. Ja, hier mal die Ordnung wahren, Herr Deffner. Ja. Also auf jeden Fall eine Aktie, die lange noch Minus macht. Also wenn die Zinsen steigen, sicherlich nicht. Aber wenn die Zinsen wieder fallen sollten, da hätten die auch einen richtigen Hebel an der Börse. Discounted Cashflow. So, dann komme ich mal zu meinem Bullen. Mein Bulle der Woche sind die Steuerpläne der Union. Jetzt denkt man, Union, sind die nicht in der Opposition? Was soll ich mit denen anfangen? Naja, relativ einfach. Die Union ist ja noch in vielen Bundesländern an der Macht. Und über den Bundesrat würden dann, wenn irgendwelche Steuerpläne gekommen sind, sicherlich auch so sein, dass dann auch Unionsideen mit in irgendeine, wenn es eine Steuerreform gibt. Und es scheint ja so zu sein, dass man in Deutschland mal wieder eine Steuerreform braucht. Unternehmenssteuern sind wir mittlerweile nicht mehr
wettbewerbsfähig oder ob es kalte Progressionen anbetrifft, Mittelschicht, was auch immer. Und nun hat die Union ihr 18-seitigen Entwurf vorgelegt. Und die Idee finde ich ganz spannend, dass nämlich so ein bisschen die arbeitende Mitte entlastet wird, wobei immer die Frage ist, was ist arbeitende Mitte, wie weit geht da Mitte und wie weit nicht. Und da will man in der arbeitenden Mitte, das sind ja die, die das Gros, also wenn man, klar, sagt man immer, die Mehrverdiener, die bringen immer besonders viel zur Steuer bei, aber die arbeitende Mitte, das ist halt die Masse der Leute und die führen natürlich dazu, dass viel reinkommt. Und wenn man die jetzt entlastet, dann muss man an anderer Stelle mehr zugreifen und das wäre dann bei der Union die Idee, dass man den Spitzensteuersatz ein bisschen erhöht. Bisher ist es ja so, vielleicht kurz, wie es derzeit läuft, bis 10.900 Euro ist es steuerfrei. Also da hat man Steuersatz null. Und dann beginnt die 14% und dann geht es relativ straight hoch bis 16.000. Da hat man dann 22. Es geht so nicht stufig so, sondern so progressiv. Wir haben so einen progressiven Steuersatz, dass man nie mehr man verdient. Umso mehr muss man halt von dem, was man mehr verdient, abgeben. Also wie gesagt, bis 10.900 null und dann geht es halt 14 und dann geht es bis 16.000, da ist man dann schon bei 22 und dann geht es so langsam hoch, 22, 25, 27, 29, 31, halt immer mehr hoch, je nachdem, wie viel man verdient. Und dann kommt irgendwann der Spitzensteuersatz, derzeit 42%, ab 62.810 versteuerten Einkommen. So, das ist bisher. Und da will man wohl so machen, dass man diese Progression flacher macht, also dass man nicht von jedem Euro, den man mehr verdient, einfach wesentlich mehr an Steuern bezahlen muss, sondern dass man flacher macht, aber dann halt am Ende vielleicht ab einem höheren Satz, das ist natürlich festgelegt, dann halt einen höheren Spitzensteuersatz hat. Und wenn man mal guckt, der Spitzensteuersatz war ja schon mal bis 1989 bei 56%, also weit über 50%, also da das wäre jetzt nichts Ungewöhnliches, auch in anderen Ländern gibt es noch höhere Spitzensteuersätze. Also man könnte ja dann sagen, dass man... Ja, und die Reichensteuer ist ja auch höher. Reichensteuer gibt es auch 45, also das gibt es ab 277.000. So muss man sagen, die gibt es noch, da hast du recht. Aber wahrscheinlich, derzeit ist ja so, wenn du nur das 1,5-fache des Durchschnittseinkommens in Deutschland hast, bist du schon im Spitzensteuersatz. Und das ist schon, da bist du ja nicht Spitzenverdiener. Also das ist eine Idee, die sie haben. Was noch dazu kommt, was ich sogar noch besser finde, ist eine faire Besteuerung von Erbschaften. Haben wir ja auch schon dutzende Mal hier drüber diskutiert. Die Idee, die jetzt ist, dass man einfach sagt, wir wollen eine Flat Tax von 10%. Jetzt sagt man, 10%? Das wäre ja wirklich sehr niedrig. Ist es auch, weil wenn man jetzt guckt, was derzeit ist, gibt es viel höhere Sätze. Aber, und das steht auch in diesem Paket so schön drin, derzeit hat man halt viele Ausnahmetatbestände. Es ist kompliziert, es ist bürokratisch und es ist auch vor allem anfällig für missbräuchliche Steuergestaltung. Und wenn man das dann rausmacht und dann lieber von einer größeren Summe 10% als von einer ganz kleinen vielleicht 15%, auch das finde ich eine gute Idee. Und selbst für gerade viele Mittelständler, die jetzt Betriebsübergang haben, die haben natürlich gleich aufgeschrieben und gesagt, geht nicht, dann können wir unsere Firmen ja gar nicht machen. Aber auch da gibt es beispielsweise eine zinslose Stundung der Erbschaftssteuer auf 10 Jahre. Derzeit ist es ja so, dass man teilweise 0 Euro Erbschaftssteuer zahlt, wenn man halt einen Betrieb übernimmt. Und das finde ich aber auch nicht fair. Warum soll jemand, der nur einfach Erbe ist, nur geboren ist, was ist dessen Leistung, außer dass er in der Familie geboren ist, da ist eher die Leistung bei der Mutter gewesen, dass sie das Kind geboren hat, aber das Kind per se hat jetzt nicht wirklich eine Leistung erbracht. Und deswegen finde ich schon, dass man da 10%, das sollte man schon machen und damit es dann nicht dazu kommt, dass die Firmen kein Geld mehr haben und einfach, dann gibt es halt eine zinslose Stundung auf 10 Jahre. Auch das sollte möglich sein. Und was auch noch drin ist, und das ist ja das, was wir hier auch immer wollen, Vermögensaufbau für Aktien fürs Alte ist diskutiert worden und Veräußerungsgewinne aus Aktien und Aktienfonds sollen steuerfrei oder ich weiß nicht, ob es ganz steuerfrei ist, auf jeden Fall soll da eine gewisse steuerliche Befreiung bei einer längeren Haltedauer sein. Also diese alte Spekulationsfrist, ich weiß, dieses Wort klingt scheußlich, weil es geht ja einfach um Geldanlage und ich finde, spekulieren macht jemand, der auf Einzelaktien im Minutentakt macht, aber nicht jemand, der auf dem breiten Aktienmarkt auf 50 Jahre anlegt oder 30 Jahre, das ist kein Spekulieren, deswegen würde ich es auch nicht Spekulationsfrist nennen, ich würde es einfach wie auch immer nennen, das soll auch mit drin sein und es geht noch ein letztes Modell, was ich spannend finde, dass für Kinder bei der Geburt 10.000 Euro bei der Geburt oder 100 Euro bis zum 18. Lebensjahr soll es für Kinder geben, damit die schon mit einem gewissen Vermögensaufbau in die Welt kommen, aber da sind noch ein paar Fragezeichen hinten dran gewesen, klang jetzt nicht so, als ob das finanzierbar war, aber ich finde die Ideen einfach zu sagen, lieber einfachere Sätze
und dafür eine niedrigere Steuer, weil kompliziert, komplex und sowas, das nützt immer den Leuten, die viel Geld haben und die sich einen teuren Steuerberater leisten können, die es schaffen können, da drum rumzukommen. Und der einfache Mensch, der hat nie was von diesen ganzen Freibeträgen. Deswegen lieber, finde ich es fairer, wenn man lieber einen niedrigeren Satz, aber dafür alle von allen was nimmt und nicht irgendwie Ausnahmetatbestände. Und natürlich ist auch so, dass es Freibeträge weitergeben soll. Also es ist nicht so, dass Das ist schon noch weit entfernt von der einzigen Flat-Tax, die, wir erinnern uns, Friedrich Merz damals irgendwann mal auf dem Bierdeckel geschrieben hat. Ja, also das ist immer noch entfernt. Aber immerhin ist es schon, ich finde das eine kluge Idee. Aber bei der Erbschaftssteuer ist es so. Das wäre wirklich eine kluge Idee. Und wenn du guckst, finde ich auch gut. Ja. Und ich finde, 10% wird kein Unternehmen in den Ruin stürzen. Weil die Argumentation war ja immer, wenn jemand Arbeitsplätze erhält, dann und das muss er das Unternehmen fortführen und das kann er dann vielleicht nicht mehr, wenn er Geld aus dem Unternehmen ziehen muss, weil das in schwierigen Zeiten dann mal und dann fährt es so vor die Wand, muss das Unternehmen verkaufen und unsere Familienunternehmen und so weiter und die haben aber schon dagegen protestiert. Haben sie natürlich, das ist ja klar, aber trotzdem, ich finde, wenn du anguckst, was derzeit ist, da gibt es ja wirklich, da ist der niedrigste Steuersatz ist 7%, also wenn man jetzt direkter Ehepartner ist, aber wenn man schon Kind ist und also die Kinder ist auch noch in der guten Klasse, aber wenn man schon irgendwie in der Steuerklasse 2 ist, also nicht mehr ganz so nah Angehöriger ist, dann ist schon die niedrigste Steuersatz heute 15%. Das geht bis 43 hoch, je nachdem, wie viel man vererbt. Also ist auf jeden Fall günstiger, so eine Flat Tax als auf jeden Fall günstiger und fairer. Wie gesagt, das ist ja auch überhaupt nicht überblickbar und so weiter und so fort. So ich finde auch, warum soll ein Unternehmen, das sich nicht leisten kann, 10 Jahre oder über 10 Jahre 10% da irgendwie zu verdienen und Steuern Erbschaftssteuer abzuzahlen, ist dann vielleicht auch nicht so profitabel, dass es vielleicht auf Dauer überleben sollte. Muss man das wäre da ihnen ein Zombie-Unternehmen. Ja. So, jetzt haben wir das. So ist es. Und sowas in den Schoß gelegt zu bekommen und Dividenden zu kassieren als Unternehmenseigner, das kann es auch nicht sein. Also da bin ich vollkommen auf deiner Seite. Echt? Haben wir beide einen Bullen vergeben? Ja, würde ich auch sofort mich anschließen und ich finde auch diese Idee und bei der Einkommensteuer auch, da sagen sie ja auch, die Solidaritätszuschlag wird ja auch noch von vielen bezahlt, der soll auch weg. Also einfach auch klarer, transparenter und fairer dann und dann irgendwo, ich nehme an, bei uns war Lindemann gestern auch im Weltstudio und der hat sich da auch nicht auf eine Grenze festlegen lassen wollen, ab der dann dieser Spitzensteuersatz, das wird wahrscheinlich schon eher so Richtung Reichensteuer, also gehen jetzt, denke ich mal, wo sie da an Steuererhöhungen denken, das ist dann schon auch eher jenseits der 100.000 Euro oder sowas, nicht in diesen Segmenten da um die 60.000 Euro Spitzensteuer zu zahlen. Das ist ja auch kein Spitzensteuersatz bei 60.000. Wo der ganze Mittelstand Spitzensteuersatz zahlt, das hat wirklich nichts mehr mit einem Spitzensteuersatz zu tun. Und deswegen finde ich, da muss dringend Und Unternehmenssteuern auch, also du hast ja nur noch 25%, weil das ist wie eine Abgeltungssteuer, weil es ja heute auch fies. Bei Unternehmenssteuern ist ja auch der Solidaritätszuschlag bei vielen noch mit dabei. Ja, und das ist viel fairer. Den habe ich auch schon oft angezählt hier, dass der einfach wirklich definitiv weg muss. Also das ist, ich verstehe auch wirklich, habe ich ja schon alles erzählt. Hat mir auch das Gerichtsurteil, das haben wir auch nicht verstanden. Das Verfassungsgericht war ja noch nicht dran, aber das war erstmal der Bundesfinanzhof erstmal? Glaube ich, der das aber erstmal. Es gibt dann noch das Verfassungsgericht in letzter Instanz, aber nachdem der Finanzgerichtshof da ja schon geurteilt hat, ist jetzt natürlich fraglich, ob sich das Verfassungsgericht da anders entscheidet, ja. So, okay, ja. Aber den Bullen, also hast du auch einen Bullen, eine Doppelbulle jetzt gekriegt. Ich habe ja meinen Bullen schon vergeben, aber ich würde dir zustimmen, ja. Ach, super. So. An sich diskutieren wir ja Bullen und Bären nicht, aber man gibt seinen Senf dazu. Das stimmt. Sein Segen. Oder jetzt musst du nur wieder durchkommen, weil meistens ist es so, der Entwurf ist immer her und das Ende ist dann immer, dann kommen wieder alle Lobbyisten und sagen wieder hier nach. Halt auch sagen, die Union ist natürlich eine andere sozusagen Partei mit einer anderen Gestaltungsmehrheit als die FDP. Ja? Also bei der FDP hat sich gleich dagegen auch viele gestellt. Echt? Die FDP hat der Linde hat gleich dagegen getwittert und auch unser Chefredakteur war jetzt nicht besonders amused und da müssen wir sagen, wir können, auch wenn der Chefredakteur einen höheren Spitzensteuersatz doof findet, wir dürfen sagen, ich finde einen höheren Spitzensteuersatz völlig okay. Auch wenn wir die FDP hier schon mal gut fanden manchmal, haben wir das auch ganz unabhängig gemacht. Ich habe auch schon Grün gewählt. Also ich muss sagen, habe ich schon fast alles gewählt. Ich überlege gerade, was ich schon alles... Ja, also und insofern, wir haben das oft hier so transparent gemacht, auch weil wir es einfach... Ja. Ja, vielleicht sollten wir es nicht mehr tun in Zukunft, weiß nicht. Auf jeden Fall bin ich ja derjenige, der die FDP eigentlich hier öfters kritisiert, als sie lobt. Ja.
Und auch zu meinem nächsten Bär der Woche fällt mir eigentlich ein kleiner Seitenhieb noch zur FDP ein. Ja. Mein Bär der Woche, der geht, ich sage jetzt mal, an die deutschen Autohersteller allgemein, die in China an Boden verlieren, speziell aber an VW. Also sage ich mal, an VW geht mein Bär der Woche. Ja. Wir haben ja heute den Beginn der Automesse in Shanghai und ich fange jetzt aber nochmal allgemein an. Mhm. Und da wird natürlich jetzt wieder auf diesen größten Automarkt der Welt, auf den chinesischen, geguckt. Und wir werden ja gleich nochmal über China und die Abkopplung und Entkopplung von China gleich in unserem Thema reden. Das ist schon mal eine kleine Einleitung auch zum Thema. Auf diesem größten deutschen, auf diesem größten weltweiten Automarkt verlieren die deutschen Hersteller jetzt zuletzt an Boden. Und gab es zum Beispiel einen schönen Vorbericht von dpa. Da hat der Korrespondent schön beschrieben, wie das, wie er in der südchinesischen Metropole Shenzhen es wahrnimmt, wenn den Autoverkehr. Und da gibt es nämlich unterschiedliche Kennzeichen, die blauen und die mit grünen Nummern schildern. Und die blauen, das sind quasi die Verbrenner, ja. Mhm. Und die grünen Nummerschilder sind die Elektro- und Plug-in-Autos, glaube ich. Und es hängt damit zusammen, dass die dann, glaube ich, mehr Fahrrechte haben. Ich war auch mal in Shanghai und kann mich noch gut erinnern, das war ungefähr vor 10 Jahren. Also da dominierte wirklich, da gibt es ja quasi noch keine Elektroautos, da dominierten wirklich die deutschen Hersteller das Bild auf den Autobahnen und so fort. Und da haben sie ja dann da gab es dann so Regelungen mit geraden und ungeraden Kennzeichen, dass die eine Hälfte durfte eben nur an einen Tagen fahren, die andere Hälfte an den anderen Tagen. Jetzt gibt es hier die Differenzierung und da gibt es, glaube ich, dann eben unterschiedliche Fahrrechte für diese unterschiedlichen Nummernschilder. Und der Korrespondent hat beobachtet eben, dass eben bei den grünen Nummernschildern die chinesischen Hersteller das Straßenbild ganz klar dominieren und die nur noch bei den blauen die deutschen Hersteller quasi da dominierend sind. Und dass eben auch viel mehr Elektroautos insgesamt das Straßenbild bestimmen und in manchen Stadtteilen eben quasi nur noch mehr Autos mittlerweile als mit grünen als mit blauen Kennzeichen da durch die Straßen surren, ja, muss man dann sagen. Davon sind wir in Deutschland ja ganz weit noch entfernt. Und im letzten Jahr haben die Deutschen noch 4,4 Millionen Autos in China verkauft mit einem Marktanteil von 19%. Aber im Geschäft mit den Elektroantrieben, da lag der Marktanteil nur bei 5%. Also da sieht man, wie sehr die deutschen Autohersteller da im Elektrobereich abgehängt werden in China und wie sehr zum Beispiel eben auch die chinesischen Hersteller hier diesen Markt mehr und mehr dominieren. Das zeigt sich jetzt eben heute an einer anderen Meldung noch, die das Handelsblatt unter Berufung auf Versicherungsdaten aus China des Datendienstleisters Marklines veröffentlicht hat. Da wurde VW tatsächlich vom Thron gestoßen. VW war ja seit den 80er Jahren in China sowas wie wirklich auch ein Volkswagen. Die haben die ganzen Taxis gestellt und alles. Die waren wirklich mit Vorortproduktion ganz früh dran und dominierend eben im Straßenbild und sind jetzt tatsächlich vom Thron gestoßen worden. Und zwar heißt der neue Marktführer BYD, Build Your Dreams, schon oft von mir als Aktienidee genannt in den letzten Jahren hier. Einer eben meiner Favoriten neben Tesla und die ich auch immer noch im Depot habe. Und dieser chinesische Konzern, an dem ja auch Warren Buffett beteiligt ist, der zuletzt aber immer wieder so Beteiligungen reduziert hat, weil ja er unheimliche Gewinne auch mit der Aktie gemacht hat, hat im ersten Quartal des Jahres etwa 13.000 Fahrzeuge mehr verkauft als die Wolfsburger. Oh, mit 441.000 Fahrzeugen. Bei BYD gab es einen Zuwachs von 68%. Die Auslieferungen von VW schrumpften dagegen um 14%. Und wenn das so weitergeht, dann könnte es eben sein, dass VW eine massive Unterauslastung seiner mehr als 3 Dutzend Werke in der Volksrepublik, mehr als 3 Dutzend, also fast 40 Werke in der Volksrepublik, die VW betreibt. Das ist der Wahnsinn, ja. Und ja,
Was passiert, dass vor allem eben in diesem unteren Preissegment haben da die Deutschen Probleme, vor allem VW, weil da gibt es einen richtigen Preiskrieg, den unter anderem die chinesischen Autohersteller angefacht haben bei Elektroautos, aber eben auch Tesla hat ja da eifrig mitgemacht mit Preissenkungsrunden, und diese Preissenkungen haben sie ja auch auf andere, auf Deutschland und die USA ausgeweitet, haben da auch immer wieder neue Preissenkungsrunden, und VW hat das Ganze noch nicht mitgemacht. Aber da sieht man, wie problematisch das jetzt wird für die deutschen Hersteller, und sie könnten eben da weiter Marktanteile verlieren, vor allem in diesem unteren kompakten Segment, in dem VW unterwegs ist. Bei den Premium-Marken sieht es noch ein bisschen besser aus. Da hat jetzt zum Beispiel auf der Shanghaier Automesse Mercedes jetzt E-Maybach präsentiert. Der Mercedes Maybach EQS SUV wurde da vorgestellt. Also Mercedes punktet da eben in diesem absoluten Luxussegment. Das könnte eben noch eine Chance sein, da als Deutscher sich zu positionieren in diesem Premium-Segment, in diesem absoluten. Aber im Massensegment, da wird es wirklich schwierig, und deswegen mein Bär der Woche letztendlich für VW, die zum einen eben einfach zu spät dran waren, obwohl sie doch diejenigen waren, die am frühesten dran waren mit der Elektroautostrategie in Deutschland, aber trotzdem zu spät auch für den internationalen Wettbewerb. Und da muss ich sagen, jetzt die Hallo FDP, ja, diese Diskussion, die wir hier in Deutschland und in der EU geführt haben über E-Fuels, und das geht sowas von am Markt vorbei, und das nutzt der deutschen Autoindustrie letztendlich gar nichts, bis auf vielleicht Porsche und den Porsche, neuen Elfer. Porsche, jetzt haben wir den Porsche-Aktionär jetzt. Dem neuen Elfer, ja. Aber allen anderen ist diese Diskussion, hilft der deutschen Autoindustrie, so wie immer getan wurde, als würden wir hier die deutsche Autoindustrie retten, wenn wir den Verbrenner retten. Der Verbrenner ist längst angezählt, und der Markt wird in China und in anderen und in den USA gemacht, und da müssen die Deutschen wirklich kämpfen, dass sie da Wettbewerb. Man hätte den Deutschen vielleicht mehr einen Dienst erwiesen, wenn man jeder gesagt hat. Jeder darf das selbst herstellen, was er will. Jeder darf das, ja. Aber, und wenn sie es nicht verkauft, werden die Leute von alleine keine Verbrenner mehr herstellen. Da brauche ich keine Direktive. So, also weiß ich nicht. Also das war ja immer meine Meinung. Und du wolltest ja immer noch, dass der Staat das auch noch vorgibt, damit auch wirklich kein Konkurrent das mehr machen darf. Warum? Du hast immer gesagt, man sollte Verbrenner verbieten ab 2000 irgendwas. Warum? Ja gut, das ist ein Verbrennerverbot, ja, darum ging es ja in der EU-Verbrennerverbot. Wenn ich irgendwann nichts mehr verkaufen kann davon, dann werde ich es auch nicht mehr herstellen. Da brauche ich kein staatliches Verbot. Wenn ich aber meine, dass ich mit E-Fuels noch irgendwas machen kann, bitte. Gut. Da wäre ich für eine Marktlösung. Gut, dann komme ich mal zu meinem Bären schnell, bevor wir dann zu unserer großen Diskussion kommen. Werbung. Sag mal, bist du eher Team Kino oder Team Couch? Oh, also wenn es geht natürlich Kino, ne? Wenn ein neuer, cooler Film rauskommt, das ist schon was anderes, aber geht natürlich nicht jeden Abend, also ist eine gute Frage. Ja, und genau diese Frage stellen sich auch Steven Gätjen und Tim Affelt in ihrem Podcast Kino oder Couch. Jede Woche Donnerstag plaudern die beiden da nämlich über Filme, Serien und das Leben zwischen dem Kino und der Couch. Sie stellen die spannendsten Neustarts vor, verraten aber auch, welche Filme und Serien auf gar keinen Fall auf die Watchlist gehören. Und sie nehmen ihre HörerInnen mit hinter die Kulissen des Showbusiness, berichten, wie die Stars wirklich ticken und worüber momentan ganz Hollywood tuschelt. Und wenn das einer weiß, ne, dann ist das natürlich Steven Gätjen, unser Mann in Hollywood, seit mehr als 20 Jahren der Filmexperte Deutschlands. Er ist am Red Carpet bei der Oscarverleihung in L.A. unterwegs oder auf ganz vielen Filmpremieren, die er moderiert. Da erfährt er natürlich auch viel, was so hinter den Kulissen abgeht. Genauso wie Tim Affelt. Als Chefredakteur großer Zeitschriften hat er schon viele Stars getroffen. Und auch er liebt Filme und Serien. Also, abonniert Kino oder Couch. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge im Podcast-Player eurer Wahl. Werbung Ende. Mein Bär ist aus dem Podcast vom Samstag mit dem Kollegen Röhl, der war da. Und war sehr guter Podcast, ja. Und da hatten wir nämlich ein ETF-Problem. Und zwar gibt es ja für jeden Blödsinn gibt es ja ETFs. Und es gibt mittlerweile 1368 ETFs. Ich habe mal nachgeguckt in Deutschland. 1368 USITS-konforme sind das. Also sind welche, die hierzulande über jeden Broker gekauft werden können. Das muss immer USITS-konform sein. So. Aber unter diesen 1368 gibt es zwei Kategorien, gibt es noch nicht. Und die, da muss ich ja auch nochmal einen Aufruf starten, dass die unbedingt gebaut werden müssen. Einer ist, und das
finde ich unter Portfolio-Gesichtspunkten ganz toll, nämlich ein MSCI World ohne USA. Weil wie oft haben wir hier schon Menschen gehört, die gesagt haben, oh, wenn ich den normalen MSCI World habe, guck mal, da ist doch der US-Anteil, der ist 66% derzeit, oder 65,7, um es genau zu sagen. Wenn ich aber das Bruttoinlandsprodukt von Amerika angucke, haben die Amerikaner nur 24% an der Wirtschaftsleistung. Und viele sagen, oh, wie kriege ich diese Differenz raus? Dann sagen wir immer, ja, dann mach halt noch ein bisschen dies und mische noch das dazu. Aber wenn ich jetzt einfach ein MSCI World hätte, ex-USA, könnte ich mir diesen US-Anteil selber zusammenstellen. Und in Amerika gibt es dieses Ding. Und ich frage mich, warum lieber iShares und der zweitgrößte Indexfonds Europas ist sogar der MSCI World in Europa. Der größte ist der MSCI S&P 500 von iShares. Warum gibt es dieses Produkt nicht? Dann könnte man nämlich einfach MSCI World ex-USA und dann backe ich mir ein MSCI USA dazu und dann kann ich meine US-Quote so machen, wie ich will. Entweder sage ich, ich will es wie der bisherige haben, dann kann ich den bisherigen kaufen. Oder ich sage, ich möchte vielleicht nicht 24% US-Anteil haben, sondern ich sage vielleicht 30 oder 50 und kann das einfach machen. Und deswegen wäre der erste. Und der zweite, wir haben ja sehr lange auch über Compounder geredet. Das sind ja diese Aktien, die Jahr für Jahr jetzt sich nicht verdoppeln, sondern immer so zweistellige Raten haben. Wir hatten ja Novo Nordisk war ein Fall, LVMH war ein Fall, Linde ist ein Fall, Deutsche Börse ist ein Fall, Danaher, wie sie alle heißen. Gibt es auch im Tech-Bereich Microsoft, die Jahr für Jahr immer so zwischen, weiß ich nicht, 12, 13, 14, 15% machen. Und es gibt zwar einen Compounder-Index von Goldman Sachs, aber es gibt noch keinen ETF, wo einfach diese Compounder zusammengelegt sind. Und vielleicht nochmal eine Zahl, die zeigen, wie erfolgreich diese Compounder sind. Wenn man den Goldman Sachs Quality Compounders Index, so heißt der, nimmt, ist auf 5-Jahres-Sicht, hat er im Schnitt 14,4% gemacht in US-Dollar und der S&P 500 im Schnitt 10,8. Also das ist auch was wirklich besser gelaufen ist, was, wenn ich es wahrscheinlich noch risikoadjustiert mache, also wenn ich sogar noch das Risiko rausrechne, ist wahrscheinlich die risikoadjustierte Rendite noch besser. Liebe Fondsindustrie, geh doch einfach zu einem Indexanbieter wie Solactive und sag ihm einfach, ein Compounder ist ein Unternehmen, was langfristig sowohl in allen Börsenlagen solide Performance hat, also nicht von der Aktienperformance, sondern aber von den Ergebnissen. Man kann ja einfach definieren, was heißt das. Man darf maximal, weiß ich nicht, die Gewinn darf maximal einstellig sein oder darf vielleicht auch mal -5 sein, darf aber nie -20 sein, damit man diese Zyklen nicht hat. Und so kann man doch einfach so einen Compounder-Index zusammenbauen. Goldman Sachs macht das auch für Amerika. Und es muss doch möglich sein, dass jemand mal einfach da einen ETF baut, einen Compounder-ETF. Und ich sehe auch immer an der Reaktion der Leute, die den Röhl-Podcast gehört haben, oh Mann, toll, dass wir über sowas reden. Da ist ein Kundenwunsch da. Macht's einfach. Und deswegen sage ich, liebe ETF-Industrie, ihr kriegt jetzt den Bär der Woche, weil es so viele ETFs gibt und der 25. ETF zu irgendwas gibt. Und ich habe mir mal die Bestenliste von den ETFs angeguckt. Da gibt es ganz viele Krypto-Dinger oder es gibt dreifach gehebelten Kack 40 oder fünffach gehebelt hier oder was es auch alles gibt. Einfach mal ein einfacher Compounder. Und deswegen Bär der Woche, ETF-Industrie, regt euch. Und wenn ihr den habt, ich stelle ihn euch auch vor hier als Bulle der Woche. Und wir würden auch drüber reden, weil es einfach ein tolles Produkt ist. Müssen wir jetzt auch noch ETFs auflegen oder sowas, ja? Sollten wir. Die Dudes-ETFs, ja? Stimmt. Und es wäre wirklich. Und die laufen und laufen und laufen und laufen. Klar, irgendwann wird das auch mal überwältigt sein und Compounder müssen nicht immer laufen, so wie Novo Nordisk auch mal 2 Jahre lang nicht so gut laufen. Aber langfristig ist es wirklich. Coca-Cola ist seit 1900 irgendwas im Schnitt jedes Jahr, weiß ich nicht, zweistellig gestiegen. Also das scheint ein Prinzip zu geben. Das sind halt Unternehmen, die sich immer wieder neu entwickeln, immer wieder neu was zukaufen oder sich neu erfinden und immer wieder eine neue Idee haben und weiter und weiter. Und das gibt's. Und die im Index. Toll. So. Wunderbar. Ja. Ein sehr berechtigter Bär der Woche. Ja. Und wer ihn noch nicht gehört, alles auf Aktien-Podcast, wirklich sehr hörenswert. Mit Herrn Röhl, immer unterhaltsam und lehrreich, muss man sagen. Wirklich? Ja, das ist so. Der kann's, ja. Und da er jetzt ja auch bei dem anderen Podcast Aktien fürs Leben nicht mehr dabei ist, dachte ich, könnte bei uns mal sein. Also jeder, der jetzt so einen Phantomschmerz verspürt, den Röhl zu wenig zu haben, der kann das dann nochmal da im Podcast. Alles auf Aktien, aufs Leben. Ja. Also, stimmt. Nee. Fürs Leben. Fürs Leben. Fürs Leben. So ist es. Ja.
So, kommen wir zu unserem Thema. Über China wollten wir mal wieder reden aus aktuellen Anlässen. Es gibt ja jede Menge Meldungen eben in den letzten Tagen. Die Shanghai Automesse habe ich eben gerade schon angesprochen, die uns eben auch in Deutschland hier betrifft. Wir haben heute ganz aktuelle Zahlen bekommen zum Bruttoinlandsprodukt für China im ersten Quartal. Stärker als erwartet ausgefallen, 4,5% gewachsen im Vergleich zum Vorquartal, zum Vorjahresquartal, Entschuldigung. Zum Vorquartal, zum vierten Quartal waren es nur 2,2% plus, aber auch immerhin. Und das zeigt jetzt eben, man kommt mit Wumms raus aus diesen Corona-Lockdowns, denn China hat ja lange an dieser Null-Covid-Politik festgehalten und erst eben Ende letzten Jahres das Ganze aufgelöst. Ja, ich habe es ja immer vorhergesagt, dass es irgendwann kommen wird. Irgendwann kam es dann auch tatsächlich, ja. War jetzt eben stärker als es von Analysten erwartet, dieses Wachstum von 4,5%. Habe darüber heute auch mit dem LBB-Chefvolkswirt bei uns im Studio gesprochen. Der meinte, ja gut, es ist noch nicht sicher, ob das jetzt nicht ein Strohfeuer ist oder wirklich nachhaltig, muss man da mal sehen in den nächsten Quartalen. Hat er seine Prognosen angehoben? Weil viele haben das gemacht. JP Morgan und Citigroup beispielsweise haben beide angehoben. Er ist noch so bei eher ein bisschen skeptischer bei 4,5%. Okay, die haben auf 6 angehoben, ja. Citi und JP Morgan auf 5. Der IWF war ja letzte Woche bei 5,2%. Mhm. Genau. Aber da wächst auf jeden Fall wieder der Optimismus und das ist natürlich dann auch ein Faktor für die Weltwirtschaft, das ist ganz klar. Weil, wie gesagt, gerade in Amerika oder sowas, da droht ja eher eine Wirtschaftsschwäche bis möglicherweise zu einer Rezession und das würde auf jeden Fall der Weltwirtschaft gut tun, wenn diese zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hier wieder zurückkommt und hier wieder Impulse setzt. So, und in dem Zusammenhang ist natürlich auch wieder die Diskussion, wir haben politisch letzte Woche Frau Baerbock in China gehabt und jetzt gestern auf der Hannover Messe hat sich zum Beispiel auch der BDI geäußert und hat ganz klar gesagt, dass man weiter eben auf diesen wichtigsten Handelspartner Deutschlands setzen will. Die deutsche Industrie will den Handel mit der Volksrepublik trotz der Warnungen aus der Politik vor einer wachsenden Abhängigkeit weiter ausbauen, heißt es da. Die wirklich sagte der Siegfried Russwurm, BDI-Chef, Diversifizierung bedeutet nicht, uns von China zu entkoppeln, sondern einseitige Abhängigkeiten zu verringern und idealerweise zu überwinden. Er sagte weiter, China ist und bleibt ein zentraler Markt für deutsche Unternehmen. Es gäbe einen ziemlich breiten Konsens, dass die deutsche Wirtschaft China brauche. Sorge bereite die Abhängigkeit bei kritischen Materialien und Komponenten. Das ist nichts, was sich innerhalb eines Jahres umdreht. Lässt. Und zum Thema Autos in China, da hat sich zum Beispiel auch der Herr Ludenhöfer im Vorfeld der Shanghaier Automesse geäußert und auch nochmal ganz klar gesagt, wie wichtig dieser wichtigste Absatzmarkt für die deutsche Autoindustrie ist. Er sagt ganz klar, das Geld, das in Deutschland den Arbeitern und Angestellten und Aktionären bezahlt wird, das wird in China verdient. Und Dudenhöfer sagt, wir können ohne die Chinesen gar nicht in die Transformation gehen. Ohne das Wissen aus China könnten die Deutschen in der Zukunft keine wettbewerbsfähigen Autos bauen. Soweit ist es schon. Ja, also das ist natürlich wirklich schon fast ein Armutszeugnis für das Autoland Deutschland. Aber eben weil wir viele eben dieser Transformation zu lange auf die lange Bank geschoben haben, uns immer mehr auf unsere tollen Verbrenner verlassen haben und eben nicht gemerkt haben, wie E-Autos und Digitalisierung anderswo durch die Decke gehen. Also das ist eben auch vor allem auch ein Eigentor und weniger diese Abhängigkeit von China geschuldet. Aber wir sehen, wie wichtig diese Märkte sind für die deutsche Wirtschaft. Und da hat sich noch jemand geäußert, letzte Woche gab es eben diesen politischen Disput, dann eben auch die konservative Flügel der SPD, der Seeheimer Kreis, der sagt, ein abruptes Ende der Handelsbeziehungen mit China wäre ein ökonomisches Desaster. Insofern darf eine kohärente China-Strategie folgerichtig keine Anti-China-Strategie sein. Und dem würde ich mich einfach anschließen, weil wir haben eben diese Debatte momentan, wie stark müssen wir uns von China entkoppeln, wie stark können wir noch mit China Handel betreiben und Geschäfte machen. Und ich bin einfach der Meinung, wir können nicht ohne China. Das ist ganz, ganz offensichtlich. Und deswegen müssen wir versuchen, eben natürlich zu diversifizieren und Abhängigkeiten abzumildern. Aber es ist irgendwie so ein
irreales Wunschbild, dass wir uns vollkommen von China entkoppeln könnten. Das ist einfach, das ist komplett unrealistisch und deswegen muss man eben versuchen, mit China trotz aller Systemunterschiede zurechtzukommen, auch diplomatisch zurechtzukommen und wir werden nicht ohne China unsere Wirtschaft am Laufen halten können. Das ist eine Realität, der wir uns einfach in dieser China-Strategie dann auch stellen sollten. Okay, dann vielleicht, warum wir auch die Diskussion hatten, lag ja auch daran, dass China mal eben über Ostern simuliert hat, wie es wäre, wenn man Taiwan einnimmt. Also eine bewusste Provokation, würde ich das mal nennen. Also auch da muss man, muss man vielleicht nochmal anders drüber nachdenken, weil wir irgendwann vor der Problematik stehen könnten. Was machen wir denn, wenn die jetzt Taiwan wirklich angreifen? Und wir als Europa haben in Taiwan, wir haben da richtig viel investiert. Wir sind die größten Direktinvestitionen. 4 Milliarden, da Amerikaner haben noch nicht mal 1 Milliarde, also noch nicht mal 500 Millionen da investiert. Also da sieht man, was da auf dem Spiel steht. Man sieht auch, was auf dem Spiel steht, wenn man mal guckt, was uns Taiwan liefert. Also da ist halt Halbleiter, die meisten Halbleiter kommen, oder die 90% der Halbleiter, die in Hochleistungshalbleiter sind, kommen aus Taiwan. Also auch da können wir uns nicht einfach da verschließen und können sagen, oh, egal, was die machen. Also das ist ein weiteres Problem. Und es ist die Frage, wie gehen wir denn da jetzt um? Und da hat ja schon der französische Präsident gesagt, Macron hat ja gesagt, och, wir können uns da nicht mit den Amerikanern auf eine zusammentun und einfach was finden. Aber ich finde schon, dass wir schon eine gemeinsame China-Strategie mit Amerika zusammen entwickeln müssen, weil sonst liefert der eine das, der andere liefert das, dann können die uns gegeneinander ausspielen und die Chinesen gucken genau drauf, was macht denn wer und wie läuft das denn. Und deswegen finde ich schon, dass wir uns schon mal eine gemeinsame transatlantische China-Strategie ausdenken sollten, Europa. Und da sollten wir keinen alleinen Weg, schon alleine deswegen auch, weil wir Amerika brauchen bei der Ukraine. Da können wir auch nicht sagen, sonst sagen die Amerikaner, okay, wenn ihr da nicht mitmachen wollt, dann machen wir bei der Ukraine nicht mit. Hups, fehlen uns mal eben 100 irgendwas Milliarden. Schwierig. Insofern finde ich, sollte man da lieber gemeinsame Wege gehen. Und wenn ich mir mal die Zahlen anschaue, die wir haben, klar, Deutschland mit China haben wir insgesamt, das ist der wichtigste Handelspartner, 300 Milliarden. Aber wenn ich mal schaue, wie der Export und Import funktioniert, haben wir mit denen ein Handelsbilanzdefizit von 86 Milliarden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt völlig machtlos wären. Klar, 86 Milliarden zeigt, dass wir 86 Milliarden pro Jahr mehr von denen beziehen, als wir da hinliefern. Jetzt kann man sagen, wenn wir das nicht mehr beziehen, dann gehen bei uns die Lichter aus. Bei vielen Produkten stimmt das wahrscheinlich. Und dann würde ich mir halt innerhalb der China-Strategie schon vorstellen, dass wir uns mit Amerika überlegen, bei welchen Produkten wollen wir unabhängig von China sein. Und das wäre bei mir Teil der China-Strategie. Und insofern wäre ich nicht so freudig, ich sage, wir müssen nur Geschäfte machen, sondern wir müssen schon klar uns überlegen, welche Rolle soll China spielen. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich, klar, Amerika hat noch einen anderen Aspekt als wir, die wollen nicht, dass sie von denen abgelöst werden als Nummer 1 Supermacht. Das ist jetzt nicht unsere Idee. Und wir wollen aber nicht, dass die Chinesen, also unsere Idee muss nicht sein, die dürfen nicht Nummer 1 in der Welt werden, was Wirtschaftsentwicklung anbetrifft, das ist uns egal. Aber was wir schon wollen, dass dieses Wirtschaftssystem oder das politische System, was die Chinesen haben, wir wollen unser westliches System verteidigen. Und wir wollen es nicht unterwandert wissen von den Chinesen, wollen es nicht erpressen lassen und wollen nicht dessen System dasjenige, was die Welt, es ist ja ein Systemwettbewerb, den wir haben, was Wirtschaftssystem anbetrifft, was Politik anbetrifft und so weiter. Und darum würde ich schon sagen, da müssen wir gemeinsam mit den Amerikanern Wege finden. Da müssen wir auch überlegen, kritische Produkte, da würde ich mich nicht auf China verlassen, sonst haben wir irgendwann so ein Russland-Ding. Und das hat ja auch die Außenministerin, glaube ich, sehr deutlich gemacht, die Parallelen zwischen Russland und China. Das fand ich schon bemerkenswert, klar und deutlich. Und da würde ich auch der Außenministerin recht geben. Ich habe jetzt keine letztliche Lösung, wie meine Sache ausfällt. Aber einfach sagen, die Chinesen wachsen, die Chinesen kommen da aus der Corona-Krise raus und die Chinesen sorgen für viel Wachstum bei einzelnen Autounternehmen. Ich würde eher denken, oh, wenn BMW und
wenn VW so stark von China abhängt, würde ich eher denken, ja, dann versucht mal, euch da ein bisschen unabhängiger zu machen, damit ihr da nicht erpressbar werdet, und würde nicht sagen, oh, das ist aber toll, macht mal weiter und noch mehr davon. Und ja, das wäre so meine, das wäre so meine Idee. Ich habe jetzt noch keine endgültige Lösung, wie die China-Strategie aussieht, aber ich wäre eher kritisch, würde eher systemkritische Sachen mir versuchen, neue Lieferketten zu besorgen, würde eher für Sachen, die man technologisch auch für Kriegsmaterial nutzen könnte, würde ich auch denken, da muss man die Chinesen nicht mit ausrüsten. Was Halbleiter anbetrifft, da sind wir mit Europa ja schon bei ASML, machen wir ja schon mit den Amerikanern einige Sachen, aber ich würde halt wirklich jetzt mal eine gemeinsame Strategie machen, nicht, dass jeder irgendwie was macht, weil die Chinesen beobachten das ganz genau, was da passiert, und die versuchen das auch gegeneinander auszuspielen, und da wäre halt eine einheitliche Sache meines Erachtens eine cleverere, und da wir als Europa noch nicht so geeint sind, dass wir als einheitlicher Block auftreten können, und da wir die Amerikaner auch noch brauchen in vielen anderen Belangen, würde ich es halt mit den Amerikanern zusammen machen. Ja, bei dem Thema sind wir natürlich nicht zu weit auseinander, zumal, wie gesagt, wir auch nicht diese letztendliche Lösung haben, wie kann genau diese China-Strategie aussehen. Bei der Diversifizierung bin ich absolut bei dir, dass wir da in Europa viel, viel mehr machen müssen, was eben kritische Rohstoffe, aber da ist jetzt die EU auch aufgewacht, die kritische Rohstoff-Act soll ja da auch verabschiedet werden. Und wie gesagt, da hoffe ich auch, dass man ein paar Lithium-Explorer von mir in Deutschland, ja, oder in Kanada, profitieren. Und die dann irgendwie hier das... Ja, der Herr Angermeier oder, naja, wie gesagt, hier mein Vulcan Energy. Und dann muss halt aber der Deutsche dann auch mal sagen, aber nicht bitte in mein Thermalwasser anbohren, nicht, dass es hier zu Erzrissen kommt, ja. Da muss man halt, wie gesagt, auch mal sagen, nicht immer nur nein, danke, sondern bitte auch mal ja, bitte sagen, wenn in Deutschland Rohstoffe gefördert werden oder im Erzgebirge von Zinnwald Lithium, wo ich auch investiert bin, die übrigens in den letzten Tagen so ein bisschen angesprungen ist, ja. Keine Ahnung aus welchen Gründen, aber das kann natürlich auch eine Zufallsbewegung sein. So, dann möglicherweise Lithium aus dem alten Zinnbergbau geholt wird. Das sind auf jeden Fall auch schon häufig thematisierte Strategien, die wir fahren sollten, dass wir hier mehr auch an Solarindustrie, dass Meyer-Burger hier tatsächlich hier die Solarpaneele baut und so weiter und so fort, dass wir da unabhängiger werden. Bei Chipfabrikansiedlungen sind wir ja schon dabei. Das lassen wir uns ja viel Geld kosten. Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu teuer wird. Also da auf jeden Fall bei solchen kritischen Technologien und Rohstoffen sich unabhängiger machen und aber dann auch richtig unabhängig und nicht wieder abhängig von Amerika, weil das nächste Mal kommt Trump wieder an die Macht, ja, und wir haben dieses Gleiche, ja, er hat als erstes den Handelskrieg mit China angefacht und dann einen Handelskrieg mit Europa, ja, und das ist ja schon, in Vorstufe dafür ist ja schon, was sie gerade mit ihrem IRA, Inflation Reduction Act machen, dass sie eben sehr, sehr viel rüberziehen durch diese massiven Subventionen. Wir wollten damals kein TTIP. Hätten wir TTIP gemacht, genau. Hätten wir mit denen das gemacht, dann hätten wir jetzt auch, da würden wir genauso wie die Kanadier oder die Mexikaner. Absolut könnten richtig. Wir vom, ja, aber das ist doch wegen, unser wegen Problem. Wegen Chlorhühnchen. Ja, das ist natürlich auch unser Problem. Ja. Aber das ist natürlich, das ist das Nächste eben, diese Übervorsicht bei Handelsabkommen und immer mein Handelsabkommen sind bäh. Aber das Gleiche gilt aber auch mit China. Ich glaube, auch da muss man auch einfach offen sein für ein Handelsabkommen und das klar regelbasiert ist. Die haben alle ist. Bisher gecheatet. Seitdem die in der WTO sind, seit 2001 haben die doch alles, haben die doch nichts eingehalten. Also das ist doch wirklich, also wenn du mal die Zahlen dir anguckst, siehst du förmlich, wie deren Zahlen da mit Amerika zumindest. In Deutschland haben wir seit 2021 ist das Handelsbilanzdefizit richtig ausgeweitet mit China. Also insofern. Ja, aber ich meine, ein Handelsabkommen böte ja die Chancen, einfach nochmal klarer, regelbasierter Dinge zu vereinbaren. Ist es nicht leicht, dass China sich an Regeln hält? Du darfst doch bei denen im Markt gar nicht das machen, was die Chinesen bei uns machen. Das wird doch nie eine Reziprozität geben. Also ist doch, wir schreien immer noch, kann TikTok hier irgendwie laufen, versuch da mal ein Social Media Netzwerk aufzumachen. Viel Spaß, wirst du nicht hinkriegen. Und da muss man, glaube ich, mal schon deutlicher machen, dass das halt nicht funktioniert. Ihr bei uns voll, aber wir bei euch oder nur so irgendwie staatlich kontrolliert, geht halt nicht. Also, ja, aber ich glaube, da gilt schon die Devise, dass mehr Handel eben auch letztendlich besser ist, auch für geopolitisch, ja, und dass nicht weniger Handel da die Lösung sein kann, sondern eine engere Handelsverflechtung ist nämlich auch
gefährlich einfach für die Chinesen. Das muss man sehen. Annalena Baerbock hat ja darauf hingewiesen, dass immense Anteile des Welthandels durch die Straße von Taiwan fahren. Ich glaube, keine Ahnung, also wirklich ein riesiger Anteil. Und wenn es da zu einem Krieg kommen würde, dann würde das auf jeden Fall allen schaden, aber eben auch den Chinesen, das ist ganz klar. Und die Chinesen sind eben auch auf westliche, das sind die Exportdaten letzte Woche, sind ja auch durch die Decke gegangen, über 14% da im Plus. Und wie gesagt, das BIP weist auch darauf hin. Und die Chinesen sind darauf angewiesen, dass sie auch ihre Waren exportieren in den Westen, sind auf uns, auf andere westliche Staaten als Handelspartner angewiesen, damit sie ihre Bevölkerung dieses immanente Wohlstandsversprechen bieten können, dass immer noch die Legitimation der kommunistischen Partei ist und die Legitimation quasi für diese Alleinherrschaft der kommunistischen Partei. Und wenn das nicht mehr funktionieren würde, dann würde eben es in China auch Aufstände geben. Das fürchten sie und deswegen würden sie, glaube ich, hier nicht zu große Risiken angehen. Und deswegen ist die wirtschaftliche Abhängigkeit sowohl für uns natürlich ein Risiko, aber eben auch eine Chance, weil es für die Chinesen auch ein immenses Risiko sind. Und das ist ein anderes Risiko, als Russland hatte. Ja, dass Putin ist quasi das Risiko eingegangen, diese Entkopplung vom Westen, was man natürlich auch nicht gedacht hatte vorher. Aber er hat halt seiner Bevölkerung diesen Preis aufgebürdet, ist in vielen Bereichen autark und hat gesagt, na gut, und die paar Chips werden halt irgendwie, hole ich mir irgendwo anders her. Ja, und kommt irgendwie sogar einigermaßen damit durch. Das ist ganz bitter. Aber bei den Chinesen würde das eben nicht so funktionieren, weil eben dieser Handel einfach dann schon allein durch einen kriegerischen Konflikt da in der Straße von Taiwan, die würden sich damit ins eigene Fleisch schneiden und es dann auch Sanktionen und dergleichen geben würde. Natürlich müssen auch die westlichen Unternehmen sollten dann auf so ein Szenario eingestellt sein und vorgewarnt sein. Klar, wenn BASF 10 Milliarden investiert, dann gehen sie dieses Risiko ein. Aber da sagt der Bruder Müller, ja, bei einem Taiwan-Krieg, da haben wir auch ein ganz anderes Problem als dieses 10 Milliarden investieren. Na dann. Trotzdem, wie würdest du mit Taiwan umgehen? Was wäre da deine Idee? Was wäre deine? Na, ich würde halt sagen, ich fände halt, wir haben überhaupt keine Chance, wir sind weder da militärisch vor Ort, also jetzt zu sagen, wir unterstützen euch mit Militär, vergiss es, das können wir ja gar nicht. Gut, das ist klar, aber ich finde schon, das ist Teil des wenn die sich selbst dafür entscheiden, die Taiwaner, da den Anschluss an China, gibt ja durchaus, die haben jetzt ein demokratisches Land, dann sollen die es ja tun. Aber nicht gegen den Willen dieses Landes. Und das sollte man, die Integrität dieses Staates sollte man signalisieren, dass man das, was die Taiwaner haben wollen, die Taiwanerinnen, dass man das auch achtet und gegebenenfalls auch mit Sanktionen oder mit anderen Sachen. Mit Sanktionen auf jeden Fall und so weiter. Das sollte man aber schon ob wir machen. Jetzt Leopard-Panzer an Taiwan liefern, man muss, glaube ich, schon unterscheiden. Die Ukraine ist ein anderer Krieg für uns in Europa, als weil er uns direkt auch in unserem Territorium bedroht. Weil wir wissen, die Russen... Komisch, dass die Amerikaner da mehr zahlen als wir. Das irritiert dann schon auf eine Art. Das muss man sagen, ja. Und wenn du jetzt sagst... Und von daher können wir von Glück sagen, dass es nicht Trumps Amerika ist. Ja. Und von daher, wie gesagt, tut es einfach Not, dass wir uns so dringend wie möglich in allen Bereichen unabhängig machen. In Europa eben, ich habe es letztes Mal schon gesagt, eine eigene europäische Armee, wir müssen mehr für Rüstung ausgeben. Es kann nicht sein, dass die Bundeswehr nicht verteidigungsfähig ist und dass die Europäer alleine nicht verteidigungsfähig sind. Also das ist wirklich ein Armutszeugnis und da können wir nicht auf ewig auf die Hilfe des großen Bruders aus Amerika hoffen. Und wie gesagt, das ist ein historisches Glück, dass gerade Trump nicht an der Macht war, als Putin angegriffen hat und versucht ja vielleicht irgendwie da ein bisschen sich durchzulavieren in der Ukraine, bis möglicherweise Trump wieder gewählt wird. Das wäre ganz verheerend und trotzdem, wie gesagt, ist für uns in Europa aber schon die Ukraine eine andere Situation als Taiwan, finde ich. Das sind schon zwei verschiedene Dinge, weil wir durch die Ukraine eben durch den Angriff Russlands eben direkt da bedroht sind. Aber natürlich müssten wir auch im Fall von Taiwan vor allem mit Wirtschaftssanktionen agieren. Da glaube ich, militärisch kann ich mir nicht vorstellen, dass wir hier liefern können. Uns involvieren. Ja. Ja. Was machen wir für eine Wette? Westen gegen China?
wir können ja eine BIP-Wette machen auf... Eine BIP-Wette ist ja langweilig. Ein BIP ist ja... außerdem müssen wir uns dann ja fragen, sind die Zahlen glaubwürdig, die Chinesen... Auch nicht, ja. Da kann man doch einfach sagen, ich habe doch hier, wenn ich meinen Bloomberg aufschlage, habe ich CSI 300, das ist so der Benchmark-Index. Man kann auch MSCI China nehmen, keine Ahnung. Oder und das gegen MSCI World. Okay. Oder wir können auch Hang Seng nehmen, wenn du das lieber hast. Ja, der CSI 300 ist ja auch wieder sehr speziell. Ja. Willst du lieber Hang Seng nehmen? Nehmen wir Hang Seng gegen MSCI World. Hang Seng sind ja auch die großen chinesischen... gut, ja, genau. Gegen MSCI machen World, da haben wir doch haben wir Westen haben wir, gegen China. So, haben wir das gewettet. Und da bist du auf jeden Fall in diesem Jahr schon mal... Also 4% hat der Hang Seng bisher nur zugelegt. Insofern hat er vielleicht noch Nachholpotenzial. Der MSCI Welt ist ungefähr bei 7. Gut. Gut. Gut, dann haben wir die Welt umrundet, haben angefangen mit der Welt und hören auf mit der ganz großen Welt. Und ja, haben wir noch irgendwas? Nein. Außer, ich glaube, nächste Woche bist du nicht da, oder? Ich bin nächste Woche, genau, habe ich ein bisschen Urlaub, ja. Ich habe schon einen Ersatz reingeschafft. Hast du schon einen Ersatz? Ich habe einen Ersatz reingeschafft. Vorbildlich? Ja, vorbildlich. Ja. Wie wäre es mal mit Döpfner und Schäpitz? Habe ich schon mal probiert. Wollte ich schon mal machen. Er macht ja auch immer Podcasts hier für interne Sachen, aber ich glaube, ein Wirtschaftspodcast, obwohl es sehr spannend ist. Ja, also wenn einer so Wirtschaft was sagen kann, dann... Ne. Ja, und über die Idee, wie Medien in 10 Jahren aussehen oder sonst wie, das könnte ganz spannend sein. Aber das ist jetzt, er ist es nicht. So. Okay. Dann schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr wissen wollt, wer es ist. Und bis dahin sagen wir tschüss und ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defner und Schäpitz, Wessi, Ossi.